Hau raus. Du solltest dich wirklich nicht so anschleichen. Beinahe hättest du mir eine Klinge gespürt. Ich dachte, du wärst einer dieser Untoten. Lass uns setzen. Du willst uns begleiten? Nun, gut. Aber lass dir gesagt sein, hier ist es nicht einfach. Ich weiß nicht, was hinter der nächsten Ecke lauert. Untote, Skelette. Also pass auf dich auf, ja? Wenn der Mut dich verlässt, dann halte inne zum Gebet. Es hilft mir nichts, wenn du schwach bist. Ich möchte, dass du mich gut gerüstet begleitest. Also lass uns aufbrechen. Ja, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute wieder DSA in einer völlig freien Variante. Wir erzählen und wir spielen weniger. Das muss ich ein bisschen dazu sagen, weil ich habe gemerkt, zwischen den Jahren, also zwischen Weihnachten und jetzt, sind einige neue Leute auf meinen Kanal gestoßen. Warum auch immer. Ein paar Hardcore-DSA-Spieler anscheinend. Und die verstehen anscheinend nicht so richtig, wie ich spiele und wie wir spielen. Deswegen Grüße nach da draußen. Und wir spielen fast ohne Regeln. Also wenn ihr Regeln wollt, seid ihr hier falsch. Deswegen, ja. Stelle ich euch jetzt mal die Gruppe vor, die hier so regellos einfach so das beliebteste Rollenspielsystem Deutschlands auseinanderpflückt. Das ist einmal hier die Mora, gespielt von Sierra. Hallo, schönen guten Abend. Und der Marot, der spielt Jandrik. Hallihallo. Und der Osko wird gespielt von Kako. Hallo. Und last but not least, Eleanor gespielt uns die Elena, die ihr schon im Disclaimer gehört habt. Rondra zum Truße, schönen guten Abend. Ja, dann schöne Grüße und Genesungswünsche an den Ossi, der hat es nämlich erwischt über die Tage und es liegt leider krank da nieder. Gute Besserung in den Chat und gute Besserung in die Kommentare. Wollen wir ganz viel Liebe sehen für den Ossi. Ich hoffe, wir kriegen das heute auch ohne unseren Weißmagier alles gut über die Bühne. Aber ich bin da frohen Mutes eigentlich. Und neues Jahr, neuer Stream. Schön, dass ihr wieder da seid und der Ariakos hat auch direkt schon mal vorneweg erstmal einen Resub dagelassen. Das ist immer sehr schön da, schön zu sehen. Und Tengil ist auch wieder am Start und Valinoe86, genau. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Hatte schon Entzugserscheinungen über die Tage. Ein bisschen Rollenspielsucht muss ja befriedigt werden, nicht wahr? Mal schauen, wo es uns dieses Jahr hinbringt, ob wir die Kampagne dieses Jahr irgendwie beenden. Wir gehen ja so ein bisschen auf das Ende, so langsam auf das Ende zu. Es kommen noch ein paar Abschnitte, aber mal schauen, wie wir das schaffen. Ich möchte aber, bevor wir jetzt gleich reinstarten, direkt mal was ausprobieren.
Und zwar habe ich ja in den letzten beiden Folgen, die wir gespielt haben, immer schon gedacht, wir würden nach Alzoy reinkommen. Das ist nie passiert. Musste sogar einmal den Titel des Streams ändern. Und deswegen probiere ich jetzt was Twitch-mäßiges aus. Ihr kriegt ja alle hier Kanalpunkte, wenn ihr hier zuguckt, ne? Und ich habe mir gedacht, ihr könnt die alle mal ein bisschen verwenden, um mal eine Wette zu starten. Schaffen wir es heute nach Alzoy rein oder nicht? Ja, also hier mache ich mal eine Wette. Gucken, ob das funktioniert. Und könnt ihr euch ein paar Kanalpunkte verdienen. So, 10 Minuten habt ihr Zeit, um abzustimmen. Und mal schauen, ob wer da gleich ganz viel Kanalpunkten rausgeht. Es gibt noch nichts Tolles, um die auszugeben. Muss ich mir auch nochmal was Tolles überlegen. Ja. Oh, der Gevatter ist auch am Start, sehe ich gerade. Sehr schön. Hallo, Gevatter. Ich hoffe, ihr seid auch alle gut rübergekommen. Und ja, wir spielen immer noch unsere freie Version von Aventurien. Auch das ist auch mein Aventurien. Auch das muss ich jetzt immer noch dazu sagen. Auch da gab es ein bisschen in den Kommentaren bei Klingen der Nacht sind ein paar neue Leute dazugekommen, die das sehr angeprangert haben, wie leicht und wie sachte wir mit der Lore umgehen und mit den Regeln und so. Und das ist ganz schlimm, wie wir spielen. Also Asche auf mein Haupt und auf das Haupt der aller SpielerInnen, die da mitgemacht haben. Das geht gar nicht. Ja, und von daher machen wir alle so weiter wie in den letzten Jahr auch und gucken mal, ob wir die Rabenmark befreien können. Denn die HeldInnen sind auf der Marsch Richtung Alzoll, der Hauptstadt der Rabenmark, seitdem Warung gefallen ist. Und der untote Drache Razazor besiegt worden ist, der eigentlich ja die Rabenmark im Namen Tagunitors beherrscht hat. Und wir haben schon einige Abenteuer erlebt und sind jetzt auf dem Weg mit den westlichen Truppen Richtung Hauptstadt. Die Truppen liegen noch so ungefähr so eine 1,5 Tagesreisen vor der Stadt. Also für eine Truppe. So 1,5 Tagesreisen. Ich denke, dass einzelne Leute schneller unterwegs sein könnten. Und ihr habt beim letzten Mal den Auftrag bekommen von der Anführerin des Truppenverbandes, von der Boron, von der Golgariten Hochgeweihten Borondria, dass ihr die Stadt infiltrieren sollt und dafür sorgen sollt, dass dort die Schlacht wesentlich zugunsten der westlichen Truppen ausgeht, Geschütze sabotiert, Verbündete findet und vor allen Dingen dafür sorgt, dass die Seelen der Einwohner möglichst geschont aus diesem ganzen Konflikt herausgehalten werden. Wie auch immer man das einstellen soll, als kleine Truppe. Und nebenbei habt ihr noch ein paar merkwürdige Dinge beobachtet, besonders Osku hat das beobachtet. Denn im Land, in der Ostrabenmark, scheint sich seit eurem Aufenthalt und seit dem Aufenthalt der Truppen ein bisschen was verändert zu haben. Irgendwie scheint die Natur zu rebellieren gegen die dämonischen Besatzungen. Da hat Osku beim letzten Mal gesehen, wie sich ein paar Pflanzen eines dämonischen Baumes entledigt haben und ein paar Skelette niedergerungen haben. Und das war schon sehr eindrücklich. Und niemand weiß so genau, womit das zu tun haben kann. Astanio hat die Vermutung, dass es irgendwas mit der Kraftlinie zu tun hat, die hier durch die Rabenmark hindurchfließen. Und er hat ja auch von der Akademieleitung aus, wie heißt die Stadt noch? Romilis, die Anweisung bekommen, sich nach diesen Kraftlinien umzusehen. Genau, und ja, jetzt seid ihr da im Heerlager immer noch, begleitet nur durch euren neuen Freund, den kleinen Elementargeist, der hin und wieder mal auftaucht, den Jandrik irgendwie aufgegabelt hat und der seitdem irgendwie immer mal wieder in eurer Nähe auftaucht und euch auch schon ein paar Informationen dazu spielen lassen und auch für ordentlich Unruhe gesorgt hat. Und mal schauen, ob der mitkommt in
in diese dämonisch verseuchte Stadt als rein. Vielleicht ziehen wir das Ganze gleich ein bisschen nach vorne und wir spielen jetzt nicht noch eine große Aussprache nach Borondria oder so, sondern springen direkt mal auf den Weg, weil der ist ja auch noch einen Tag lang Richtung Altzoll, wo man sich ja dann auch noch mal unterhalten könnte, wenn man denn wollte. So, oder habt ihr da irgendwelche Einwände, wollt ihr noch irgendwas anderes irgendwie machen? Ich meine, wenn wir dann im Nachhinein noch festlegen können, dass wir das ein oder andere dann dabei haben, dann Klar. ist kein Problem. Ja, das haben wir ja, das behandeln wir ja immer ziemlich frei. Genau. Ich halte die Helden für so kompetent, dass sie Ausrüstung mitnehmen, die sie brauchen oder die sie denken, dass sie die brauchen. Genau. Okay. Schaue ich mal, wie hier meine neue Shortcut hier funktioniert. Recording in progress. Ja, funktioniert, guck mal. Dann gehen wir rein in die Rabenmark. Die Ostrabenmark. Es ist immer noch Winter in der Ostrabenmark. Aber nicht mehr so bitterkalt, wie es schon mal einmal war. Eigentlich sind jetzt schon die ersten Ausläufer eines frühlingshaften Wetters zu merken. Der Schnee taut weg, hinterlässt Matsch unter den Füßen und die Landschaft, durch die unsere HeldInnen gerade auf Richtung Altzoll zuwandern, tut ihr Übriges, um ein merkwürdiges Bild abzugeben. Innerlich sind die Helden angespannt, weil sie nicht genau wissen, was sie in Altzoll erwartet. Mora war dort schon einmal und Jandrik war dort vor einigen Monaten schon einmal. Aber das, was Jandrik jetzt hier vorfindet, vielleicht hat er es verdrängt, diesen Marsch auf diese große Stadt. Wahrscheinlich hat er es verdrängt. Denn es wirkt ein bisschen so wie ein ziemlich ausgestorbenes Stück Fleckchen Erde. Man merkt deutlich, dass hier nichts Gutes haust. Allein das Gefühl des Windes, der irgendwie um euch herum weht und immer noch ein bisschen Kälte mit sich bringt, trotz des Tauwetters, der Matsch unter den Füßen, die Vegetation, die Osko kaum noch richtig entziffern kann, es sind mutierte Pflanzen, die unterschiedlichste Arten von Blättern tragen. Nichts Blühendes irgendwie, teilweise, also klar, es ist ja auch Winter, aber auch die Winterkräuter, die man irgendwie noch sehen können sollte, irgendwie sogar Tannenbäume, an denen ihr vorbeilauft, sind verkrüppelt und teilweise nadellos. Irgendetwas hat diesem Land jegliche Kraft genommen oder alternativ ihm so viel Kraft gegeben, dass es total gegen alle Götterläufe und gegen alles göttliche Wissen sich verhält. Und das gibt ein merkwürdiges, ja, fast schon gespenstisches Dasein. Wenn man einerseits die karge Landschaft und andererseits die mutierte und verdrehte Landschaft sieht. Hier und da ist vielleicht sogar schon eine Wolke oder ein Nebelschwade zu sehen, die Konturen anzunehmen scheint und der Wind pfeift durch einige verkrüppelte Bäume und hinterlässt merkwürdige summende und heulende Geräusche. Und als dann die Stadt wirklich am Firmament auftaucht, ist euch schon seit Stunden ein merkwürdiger, fauliger Geruch in der Luft liegend aufgefallen. An den Straßenrändern könnt ihr teilweise Skelette sehen, die zerschmettert auf dem Boden liegen oder teilweise noch ganz am Baumhang, an einem Baum irgendwo hängen oder an einer Art Pranger aufgestellt sind. Hier haben die Besatzer wohl Exempel statuiert.
aber es ist nicht mehr zu sehen, wer da baumelt oder wer da hängt. Das war den Leuten dann anscheinend noch nicht so wichtig. Und die Überlassenschaften dieser Menschen, die dort gestorben sind, naja, es sind pure Skelette, die dort hängen oder ausgestellt sind. Kleidung haben sie keine mehr, sind irgendwo Stiefel oder sonst irgendwas zu sehen. Anscheinend hat irgendjemand hier sogar das mitgenommen. Und nicht einmal den Anstand besessen, den Toten das zu lassen, was sie am Leibe trugen, als sie starben. Für Mora ist es vielleicht ein etwas schlimmerer Schock, diese Gegend hier so zu sehen. Denn das letzte Mal, und es ist schon länger her, dass du hier warst, war das hier noch ein relativ, es war immer schon eine Großstadt und eine, ja, keine schöne Stadt, aber diese Stadtlandschaft vor der Stadt so karg zu sehen, wo hier einmal schon Vegetation gewesen war und schon auch Dörfer gewesen sind, die von Leben gezeugt haben, findet ihr jetzt nur noch brache, verlassene Örtlichkeiten vor, die der Stadt vorgelagert sind. Steine aus den Mauern geschlagen, weggenommen, Bretter zerschunden, kaputt gemacht, verbrannt. Ihr zeugt nichts mehr davon, dass es irgendwas lebt oder irgendetwas. Ja, irgendetwas, was Gutes hier passiert. Es ist quasi das, was Jandrik schon immer gedacht hat, wie dieses Land denn aber nun aussehen soll. Ihr seid an so vielen Örtlichkeiten vorbeigegangen, wo sich die Bewohner damit arrangiert hatten, wie die Besatzer leben und leben lassen. Aber hier zeigt sich nun der volle Ausmaß einer dämonischen Präsenz. Man kann es sogar im Bauch, im Grummeln des Bauches, in der Atemluft und in den Geräuschen und auf der Haut spüren. Der Wind ist anders. Es ist schwer zu beschreiben, dieses Gefühl einer dämonischen Präsenz. Am ehesten ist es eine dämonische Präsenz, denn Jandrik stand ja schon einer und Astanio standen ja schon einem Dämonen Auge in Auge gegenüber. Dieses merkwürdige Gefühl ist auch hier wieder präsent. Und dann die Vögel, die über den Himmel kreisen, Geier, Aasfresser und krächzend nach Beute suchen. Merkwürdige mutierte Wesenheiten, die am Straßenrand lauern, wohl einmal Eichhörnchen oder sonst irgendetwas waren, aber jetzt eher mit euch mit funkelnden, glühenden Augen anschauen und ehe ihr ihnen habhaft werden könnt, sofort wieder in irgendwelchen Erdlöchern verschwinden. Passt auf, wo ihr hintretet oder wo eure Pferde hintreten. Man weiß nicht, wenn wir hier einbrechen, hier gibt es nur noch Tod. Ich habe diesen Ort nicht ganz so trostlos in Erinnerung. Aber du hast Erinnerung an Altsol? Ich war schon hier, ja. Wie lange ist es her? Ein paar Monate. Mein erster Auftrag, da war ich hier. Bei mir ist es tatsächlich schon vielleicht ein Jahr, vielleicht mehr. Und sie nickt zu einer kleinen Ansammlung Hütten, die dort komplett zerstört zu sehen sind. Dort drüben haben mal ein paar Bauern gewohnt. Mein Vater hat ihnen hin und wieder etwas verkauft. Gewürze, Salz, Kartoffeln. Jetzt ist nichts mehr davon übrig. Es ist schlimmer geworden. Ja, der Krieg geht hier auch nicht spurlos vorbei. Das ist eigentlich eine gute Nachricht für uns. Eine gute? Das heißt, dass es sie schwächt. So bitter das auch klingen mag. Vor allen Dingen schwächt es die Leute, die hier leben. Ja, aber das können wir nicht ändern.
Das Einzige, was wir tun können, ist zu versuchen, zu verhindern, dass sie alle zu Untoten werden, wenn die Schlacht beginnt. Mehr können wir nicht für sie tun. Nur wie? Ich kenne mich mit sowas nicht aus. Wir müssen sie rausbringen. Ein Aufstand in der Stadt vielleicht. Alle? Die ganze Stadt? So viele wie gehen. Wer nicht will, den können wir eben nicht retten. Das ist leichter gesagt als getan. Nichts von dem, was wir bis jetzt getan haben, war leicht. Und wir haben es trotzdem geschafft. Ja, aber die größte Herausforderung haben die Götter, glaube ich, nur für uns vorgesehen. Und Osko kommt ein wenig näher herangeritten. Ja. Die Frage ist, wie wir in die Stadt kommen. Gute Frage. Ich habe keine Ahnung, wie wir diese Geister erkennen sollen. Ich schaue mich mal um. Ist dieser kleine Geist mir gefolgt oder ist er im Lager geblieben? Der Elementargeist? Ja. Der Elementargeist ist hinten auf deiner Satteltasche, dem Pferd. Dann drehe ich mich um. Kannst du sie sehen? Wen? Diese Geister. Wenn wir nach Alzey kommen, da sollen dort eine Form von Geister patrouillieren. Geschöpfe, die die Herren der Stadt warnen, wenn wir zu nahe kommen oder ähnliches. Kannst du sie sehen? Wirst du sie sehen können? Ich weiß nicht. Ich habe noch nie einen Geist gesehen. Also wenn du in den Spiegel schaust, na, kannst du ja nicht. Na gut, dann werden wir es rausfinden. Ich war also das, ich drehe mich wieder von meinem Hügel weg. Das. Wie war das? Ich bin jetzt dein Hügel. Und dann da, wo ich mich zu Oscar. Da, wo du hingehst, ist es ziemlich unangenehm. Das stimmt. Das ist so meine Art. Ja, Oscar, das ist vielleicht, das wäre mein Plan. Wir hoffen darauf, dass der Geist die Geister sieht. Mehr wüsste ich jetzt auch nicht. Leider hält das hier. Osko hält dabei die Hand auf sein beschädigtes Buch. Auch keine Antworten darauf. Ich habe wirklich keine Ahnung von solchen Dingen. Ich glaube, dein Freund ist die beste Möglichkeit, die wir hier haben. Ich denke es auch. Jetzt mal ganz frech behauptet. Ich meine, ich glaube, ich alleine käme in die Stadt. Ich bin schon oft dort gewesen. Ich bitte mir auch ein, irgendwie reinzukommen. Aber das wird uns nicht viel nützen. Wir brauchen vor allem Osko. Und ich denke mal, gerade bei Elena und, naja, man sieht die an, dass sie eine Amazone ist. Auch ohne die Rüstung. Ja, die Wachen werden sicherlich streng darauf achten, wen sie jetzt in die Stadt reinlassen und wen nicht. Wenn sie überhaupt jemanden reinlassen. Elena schließt auf. Und ihr seht auch, dass sie tatsächlich bis aufs Kettenhemd eigentlich keine Rüstung mehr trägt aktuell. Sie hat tatsächlich alles im Lager gelassen. Die Armschienen, auch den Säbel, der ist nicht mehr an ihrer Seite. Sie wirkt wie eine Söldnerin. Wir müssen einen Weg finden, der nicht an den Wachen vorbeiführt. Hattest du die Karten studiert, Jandrik? Zwecks Kanalisation oder irgendeinen Seiteneingang, irgendwie sowas. Wenn in eine Stadt in einen Belagerungszustand reinzukommen, ist eigentlich nahezu unmöglich. Ich greife nach meiner Satteltasche, wo sich jene Karten befinden, die ich habe auftreiben können. Ich habe es mir etwas angeschaut, aber ich hatte noch nicht so viel Zeit. Jetzt klappe ich sie auf. Ja, die Wege in die Stadt hattest du schon mal studiert, vor dem ersten Mal, aber du bist dann damals ja relativ einfach in die Stadt hineingekommen. Ich bin dann an den Wachen vorbei und das will ich ja dieses Mal nicht.
Von daher weißt du auch genau, wonach du nochmal zu suchen hattest, denn du hast diese ganzen Überlegungen ja schon mal angestellt. Für den Fall der Fälle. Es gibt Kanalisationen, ähnliche angefangene Dinge in der Stadt. Keine wirklich fest groß ausgebaute Kanalisation. Und nach draußen hin ist da auf jeden Fall auch gar keine Verbindung. Die Stadt wirkt auch jetzt, wo ihr sie von Ferne seht, gut befestigt. Die Stadtmauer ist massiv. Und die kleinen Ansammlungen von Hütten vor der Stadt sind wahrscheinlich für ein Heer eher noch ja, schlecht einsehbar. Ob sich da noch Krieger drin befinden, die einen Hinterhalt planen könnten oder so. Allerdings machen diese Hütten es auch einfach, wahrscheinlich in der Nacht irgendwie sich an die Stadtmauer heranzuschleichen. Es gibt gute Deckung dadurch. Also sie sind sowohl Vor- als auch Nachteil. Was wahrscheinlich die Angreifer auch wissen. Man müsste entweder die Mauer erklettern im Dunkeln oder irgendeinen Weg finden, darüber zu fliegen. Oder halt wirklich durch die Stadttore zu gelangen, von denen es einige gibt. Ich schaue noch mal, wo der nächstgelegene Fluss ist oder irgendein Gewässer, weil irgendwohin muss das Abwasser ja fließen. Mhm. Das mag vielleicht nicht auf meinen Karten eingezeichnet sein, das heißt aber nicht, dass es nicht da ist. Ja, es gibt einen Fluss, eine Wasseransammlung, die in der Nähe befindet, wo man wahrscheinlich sonst den Unrat irgendwie hinschafft. Aber der liegt außerhalb der Stadt. Beim letzten Mal, und ich wedel so ein bisschen mit den Karten, hatte ich erst überlegt, über irgendeine Kanalisation hineinzukommen, aber nichts gefunden. Es gibt hier ein Gewässer, von dem ich vermute, dass es einen Zugang geben muss von dort aus. Aber es erschien mir zu langwierig, dort zu suchen. Es war einfacher, alleine sich einfach in die Stadt zu schmuggeln. Dieses Mal wäre es vielleicht ein Versuch wert, zumindest dort mal vorbeizuschauen. Sonst müssen wir über die Mauer. Das wäre die einzige andere Möglichkeit, die ich sehe. Das könnten wir hier und hier, und ich zeige auf diese Stellen, wo diese Hütten sind. Wahrscheinlich am besten. Das wäre ein Versuch wert, und Mora beugt sich über die Karte. Ja, das sollten wir auf jeden Fall erkunden. Wenn es einen Zugang gibt, dann könnten wir vielleicht komplett ungesehen, ohne Vorankündigung in die Stadt gelangen. Ansonsten muss sich einer von uns hineinschleichen. Wir reiten ja noch immer, und um sich über die Karte zu beugen, musste Mora relativ nah an Jandriks Pferd heran, und Jandrik guckt erst für einen Moment, als sich ihre Schultern kurz berühren, und sagt dann aber nichts. Scheint sich so ein bisschen wegzulehnen. Dann sagt er aber ja. Deswegen sage ich, erst das Gewässer. Können denn überhaupt alle schwimmen? Ich schaue Fragen zu Osko, als wäre für mich selbstverständlich, dass wenn einer nicht schwimmen kann, dann müsse es ja Osko sein. Osko denkt darüber nach. Nein, ich bin noch nie geschwommen. Das lässt sich auch regeln. Ich ziehe dich nur durch. Eine Kanalisation muss ja nicht unbedingt unter Wasser münden. Oder wenn, dann nur knapp. Wir werden sehen, wie es ausschaut. Irgendwie werde ich das schon hinkriegen. Ich sehe zwar nicht so aus, aber beweglich bin ich irgendwie. Das geht auch irgendwie so. Osko wedelt mit den Armen, wie er schätzt, dass man schwimmen würde. Ja, fast. Stell dir vor, du ahmst einen Frosch nach. Ungefähr so. Vor allen Dingen aus den Beinen raus. Nicht viel mit den Armen. Das hilft. Aber ein Frosch springt doch nach oben. Auch. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja.
Wie gesagt, ich krieg das schon hin. Irgendwie. Hoffen wir es. Ja. Wenn alles noch so ist, wie ich es das letzte Mal vorgefunden habe, dann habe ich vielleicht sogar eine Idee, wo wir in der Stadt unterkommen können, falls wir einen Unterschlupf brauchen. Mein Vater wohnt in Altsoll. Ich habe monatelang nichts mehr von ihm gehört, aber meistens ist das ein gutes Zeichen. Hin und wieder habe ich ihm Geld geschickt. Vielleicht ist er noch dort, wo ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Das klingt doch gut. Vielversprechend. Aber ihr seht alle, obwohl Mora das sagt, dass Sorge in ihrem Gesicht steht. Gerade wenn sie jetzt ihren Blick über dieses ausgedörrte, mutierte Land schweifen lässt. Das gefällt ihr gar nicht und sie kann das, man sieht es deutlich auf ihrem Gesicht. Es wird ihm gut gehen. Es wird ihm sicher gut gehen. Ja, ich hoffe bei den Zwölfen, dass es so ist, dass du recht hast. Aber das werden wir dann sehen, wenn wir drin sind. Ja. Alles Vorgeplänkel hier ist schön und gut, aber solange wir nicht wissen, wie es da drin genau aussieht, können wir auch nichts Genaueres planen. Also steuern wir erstmal zum Gewässer und schauen dann weiter. Ja. Ja. Ja, das klingt nach einem Plan. Osko, hast du einen Moment? Die Lena lässt sich etwas zurückfallen, auf das Osko ihr folgt. Klar. Osko packt sein Buch weg, wo er gerade eines der Lesezeichen auf einer der hintersten Seiten drapiert, das Buch zuschlägt und lässt ihn noch etwas nach hinten fallen. Was gibt's denn? Die Lena schaut, dass sie aus der Hörweite von Mora und Jandrik ist. Wie soll ich sagen? Nun, Astal und ich wollen heiraten. Sobald das hier mit Altsoll erledigt ist. Osko weitet die Augen. Oh, das ist doch großartig. Ja. Ich freue mich für euch. Und wir hätten gerne, dass du die Zeremonie hältst. Osko weitet auf eine andere Art die Augen. Du bist der einzige Priester, den wir wirklich kennen. Den ich wirklich kenne. Oder der einzige, Moment, den ich... Du bist kein Priester, aber du hast so gut immer die Gottesdienste im Neu-Ogren-Wacht gehalten. Ich möchte, dass du das machst. Aber ich bin doch kein Travia-Geweihter. Den Bund nicht vor Travia zu schließen. Ich kenne Travia kaum. Sie ist nicht meine Göttin. Ich würde es eher vor Perreine schließen. Und natürlich vor Rondra als vor Travia. Ich habe nichts mit dieser Göttin zu tun. Deswegen bedeutet mir ein Bund vor Travia nichts. Entschuldige, sag Elena so ein bisschen rum. Bei Schwesternorden und so. Ich meine, ja, ich krieg das hin. Ich bin das mit Raimir damals durchgegangen, aber. Ja, wie selten kommt es mal vor, dass man vor der Herren, vor der Herren Perreine einen Bund schließt, meine ich das so. Das kann ich dir auch nicht sagen, da sind wir beide unwissend. Aber ich und Osko knetet sich so ein wenig die Stirn. Ich sollte das hinkriegen, glaube ich. Natürlich bekommst du das hin. Mach einfach entspannt, wie du sonst immer den Gottesdienste gehalten hast und dann wird das. Ja, aber ein Bund von den Göttern ist was anderes als ein normaler Götterdienst. Das war Vorbereitung. Ich hätte mich vorher noch einlesen sollen. Das brauchst du ja jetzt noch nicht. Wir müssen erstmal wieder aus Altsoll rauskommen und das wird auch noch eine Woche, wird auch noch eine Weile dauern, bis Altsoll gefallen ist. Ja, aber... Gut, und Osko schüttelt sich ein wenig. Wir machen das. Liegt in dir auf der Schulter. Tief durchatmen. Es hat Zeit.
Ja. Wir reden dann nochmal drüber, wenn das mit Alzoll rum ist. Ich habe auch ein paar Ideen. Also, schaut in deine Richtung. Ideen? Ja, Rondra. Ja, ich kenne es, weiß nur, wie ich damals meinen Schwur geleistet habe vor Ippolita. Schwüre auf Rondra sind immer mit etwas Kampf und Blut verbunden. Nicht zu viel, keine Sorge. Ich werde das auch noch mit Astania besprechen müssen. Gut, guter Punkt. Ja, gut, das wird improvisiert, aber das ist okay. Das ist okay. Das ist eine neue Situation. Vielleicht ist ja neu auch mal gut. Na gut, mach das. Ich hätte es vielleicht doch besser nach Alzheimer machen sollen, das mit dir besprechen. Naja, aber sei es drum. Besser, ich weiß es jetzt, dann haben wir noch einen Grund, hier heil rauszukommen. Ganz genau. Und Osko atmet einmal gut aus. Aber nochmal, Elena. Und jetzt legt er Elena die Hand auf die Schulter. Ich freue mich für euch. Danke. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich ja gesagt habe, aber irgendwie... irgendwie klang es... Es hat sich richtig angefühlt. Osko nickt etwas, mit einem etwas verschmitzten Lächeln. Ja, und irgendwie hat die schon immer die Ahnung, dass da zwischen euch irgendwas läuft. Okay, dann zuckt nur so mit den Schultern. Ach ja. Gut, aber wie du vorhin gesagt hast, ich habe dafür gerade keine Zeit. Ich muss mir noch was anderes Wichtiges durchlesen. Dann mach das. Gut. So. Und Osko wirkt ein wenig zerstreut und braucht ein wenig, bis er sich wieder fassen kann. Und schlägt dann wieder das Buch an der Stelle auf, wo er es vorhin zugeschlagen hat. An einer Stelle, in der es um eine sehr intensive, wichtige, mein Gebet geht. Große Seelenwaschung nennt sich das. Und darunter ist ein kleines Kapitel, was sich mit Dämonen beschäftigt. Ja. Während ihr so auf die Stadt zugeht und auf das Gewässer, was Gendry kennt, Mora wahrscheinlich auch, entdeckt ihr das kleine Flussbett, was dieses Gewässer speist, was ausgetrocknet ist momentan. Allerdings nicht einfach so ausgetrocknet, sondern es liegt allerlei Unrat und Dreck und stinkender Schleim im Flussbett. Ein kleiner, ausgetretener Weg führt Richtung Stadt. Und gerade als Krickfuhl, der kleine Elementargeist, einen lauten Kreischer ausstößt, bemerken Jandrik und Mora zuerst, weil sie vorne sind, einen kleinen Tross von Gestalten, die von der Stadt aus mit einem Art Wagen Richtung diesem Gewässer kommen. Jandrik hat, während die anderen zwei sich zurückgezogen hatten, kein Wort mehr gesagt und immer nur geradeaus gestarrt. Und als er jetzt da diesen Tross sieht, hebt er die Hand: Halt! Da kommt wer. Mora versucht abzuschätzen, in dem Moment, wo sie sieht, was Jandrik zum Anhalten bewegt, ob sie noch von der Straße runterreiten können und im Gebüsch Unterschlupf finden könnten, ohne dass dieser Tross sie sieht. Da sind nur karge Räucher mit kaum Blätterwerk dran. Vieles ausgerupft hier. Und es gibt ein paar Bretterzäune oder ein paar aufgeschichtete, stinkende Hügel aus was weiß ich. Man will es gar nicht genau wissen, woraus die bestehen. Da könnte man sich hinterschmeißen, aber ja. Ja, es gibt ein bisschen Deckung, schwierig, aber keine oder Gute. Sie werden uns auf jeden Fall sehen. Sollen sie doch. Warum nicht? Gut, dann haltet schon mal eure beste Ausrede bereit.
Osko packt dann schon einmal langsam, unaufgeregt das Buch wieder unter seine große Robe. Denn sein Anhänger, der Pereine, hölzern tief in seinen Mantel verborgen und dann reitet er auch weiter. Ein wiederholtes Kreischen von Krickful. Und als ihr dann euch von den Personen losreißen könnt, wieder zu ihm schaut, irgendwie der sitzt da hinten auf Jandriks Pferd, seht ihr, dass irgendetwas an ihm zerrt. Und die Gestalt, irgendwie die Konturen seiner Gestalt ein bisschen verschwimmen, so als würde die Realität ein bisschen an ihm herumzerren. Was ist los? Er löst sich teilweise, kann man durch ihn durchschauen, er löst sich teilweise auf. Krickful, was ist los? Was ist das? Was passiert mit dir? Weiß nicht. Ich mag nicht hier sein. Geht das von denen da aus? Weiß nicht. Von der Stadt. Astanio, kannst du nichts tun? Und sie wendet sich kurz zu Astanio. Sie zuckt mit den Schultern. Kannst du zurückgehen, Krickful? Bitte, ja, nicht, vielleicht nicht dahin. Geh zurück zum Lager. Man sieht, wie er Anstalten macht, irgendwie vom Pferd herunter zu springen, dass irgendwas an ihn zerrt, so Richtung, also es geht alles Richtung Stadt. Und so seine kleine Zipfelmütze, die aus so einem kleinen Eicheldeckel besteht, irgendwie fliegt ihm vom Kopf und löst sich halt mitten in der Luft auf, während er dann den Sprung schafft auf den Boden und dann so halb im Boden versinkt und dann so ein bisschen flehentlich Richtung Jandrik schaut. Geh zurück, es ist in Ordnung. Geh nur. Und dann versinkt er ganz im Boden. Ich will nicht, dass dir was passiert. Bisschen sorgenvoll schaue ich dann noch auf diese Stelle. Aber dann reiße ich mich zusammen, schaue zu Mora. Die Leute, haben sie uns gesehen? Ich glaube, bald werden sie ein Auge auf uns haben. Also, dann können wir den Plan mit Krickful wohl vergessen. Wir schaffen es auch irgendwie anders. Ich bin mir sicher. Ja, wir müssen. Als was geben wir uns denn aus? Ich bin da nicht so erfindungsreich. Das Einfachste würde ich sagen, Boten. Mit welcher Botschaft auch immer. Ja, wir verkundschaften aus. Wir wissen einiges über das Heer. Das sollten wir glaubhaft vermitteln können. Gut. Ich lasse euch reden. Doppelagenten also. Oder zumindest gewagt. Leute, nicht unbedingt Agenten, aber Leute, die in der Nähe waren und das Heer ausgekundschaftet haben und nun zurückkommen. Aber wir sagen nur, was nötig ist. Wir verraten nicht jedem alles über uns. Das wäre unglaubwürdig. Gut, das machen wir so. Und in wessen Auftrag handeln wir? Wenn wir es wirklich sagen müssen, dann im Auftrag des Rates. Ich versuche mich zu erinnern an den Namen dieses Mannes, der mich ermorden wollte. Lucardus von Kemet? Oder? Nein, das war ein anderer. Ja. Aber ich weiß es nicht mehr, aber dessen Namen sage ich. Der Spieler weiß es nicht mehr. Das oder wir sind einfach Flüchtende, die aus Deisla oder so kommen, von dem Herzog geflohen sind. Dafür sind wir zu gut ausgerüstet. 4 Pferde, 5 Pferde. Nicht glaubwürdig. Na, du hast recht. Gut. Wachen wissen ja auch nicht, wer alles als Spione und so angeheuert wurde. Ich meine, einfache Leute fallen nicht so auf wie Drachengardisten. Das sollten sie uns schon irgendwie abkaufen. Ja, aber dass wir keine Flüchtlinge sind, sehen wir sie. Sie werden eine Kriegerin erkennen. Sie werden uns als fähige Kämpfer erkennen. Davon ist auszugehen. Wir sehen es. Ich reite weiter auf die zu. Der Wagen rollt auch in eure Richtung. Da sieht man, der wird nicht gezogen von Tieren, sondern von
großen Menschen, also die bestimmt alle mindestens einen Kopf größer sind als ihr, die sehr wankenden Schrittes vorangehen, kaum Kleidung tragen, irgendwie so 6 Stück oder so sind in so einem, sind vor den Wagen gespannt, regelrecht, mit Seilen an den Wagen gekettet. Und an der Seite laufen auch nochmal hier weitere Gestalten, auch nicht sonderlich in Rüstung oder so, sondern einfach nur in ziemlich schäbig aussehende Lumpen gehüllt. Sowas könnt ihr von weitem sehen. Der Wagen ist mit so einer Plane überzogen, die sehr fleckig aussieht von weitem. Ja, Jandrik reitet weiter. Scheint nicht die Absicht zu haben, mit denen Kontakt aufzunehmen, sondern weiter den Weg entlang. Erreicht ihr die irgendwann und irgendwann sieht man dann halt auch, bevor ihr die noch erreichen könnt, auch von weitem schon, dass das keine Lebenden mehr sind. Mit leerem Blick starren sie nach vorne. Einem ist ein Auge schon ausgefallen. Hautfetzen hängen ihnen von den Gliedern herunter, legen die Knochen frei. Einer, der an der Seite langläuft, hat auch schon einen Teil des Schädels verloren. Stur laufen sie geradeaus, in die Ferne schauend, wenn sie überhaupt noch was sehen können. Mora versteift sich auf ihrem Pferd, versucht aber quasi an ihnen vorbeizublicken, keine Aufmerksamkeit auf sich und die anderen zu richten und sie einfach vorbeireiten zu lassen. Die widmen euch keines Blickes und sind stur auf dem Weg. Wenn ihr nicht mit ihnen interagiert, laufen die auch an euch vorbei oder lassen euch an denen vorbeireiten. Sie würde, während der Wagen passiert, doch einen Blick riskieren und schauen, sieht man irgendetwas, was die transportieren, unter der Plane? Oder ist es stinkt bestialisch. Und wenn ihr dran vorbeigeritten seid, sieht man allerlei Unrat hinten auf dem Wagen liegen. Das ist ja widerlich. So sieht das aus, wenn eine Stadt mehrere Tage belagert wird oder in Ausbelagerungszustand ist. Allerlei Unrat kommt raus. Wenn sie alles eine Unnötige rausräumen, die Stadt so weit leer räumen, dass auch nichts mehr brennt, und Tote oder ihr Tote rausräumen, tote Tiere, das ist nicht angenehm. Die Frage, wie gut sind sie vorbereitet für eine Belagerung? Ich denke mir, die Nekromanten werden da nicht viel Vorbereitungen treffen. Wenn die Leute verhungern, besser für sie sogar. Mhm. Das ist wohl dort jedem egal. Und jeder von Stand und jeder, der Geld hat, wird sich mit Vorräten eingedeckt haben. Oder wissen, wie es man so etwas zaubern kann. Ja. Ich denke gar nicht, dass sie vorhaben, eine Belagerung mitzumachen. Sie werden einfach jeden töten und angreifen. Bei den 12. Ich hoffe nicht, dass so ihre Strategie aussieht. Naja, Marandre hat es angedeutet. Deswegen sind wir ja hier. Um genau das zu verhindern. Um ihnen diese Option zu nehmen. Du kalkulierst damit, eine Panik zu verursachen. Das ist eine Möglichkeit, ja. Hast du eine bessere Idee? Als ich das letzte Mal da war, gab es Leute in der Stadt, die gewillt waren, mir zu helfen. Nicht viele, aber es gab sie. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt, wo unsere Armee in ihrem Land ist, es noch mehr geben wird, die sich eigentlich ein anderes Leben wünschen. Wenn wir keine Panik hinkriegen, dann wäre ein Aufstand mir fast noch lieber. Ja, mir auch.
Denkst du, du hast Möglichkeiten, mit diesen Menschen wieder in Kontakt zu treten? Wenn sie noch lebt? Er war eine junge Frau. Sie war sehr freundlich. Ich habe vor, sie zu suchen. Vielleicht kennt sie noch andere. Das ist auf jeden Fall eine Chance, die wir verfolgen sollten. Ich hoffe, sie lebt noch. Ich auch. Ich hoffe überhaupt, und etwas lebt noch in dieser Stadt. Das ist so niedergeschlagen von Elena, die auch ziemlich bedrückt und doch gerade auf dem Pferd sitzt. Mit ernster Miene. Es wird was geben. Mora beobachtet jetzt diesen ausgetrockneten, modrig stinkenden Flusslauf und versucht zu sehen, ob das quasi die Ausläufer dieses Wassers sind, das auf der Karte zu sehen war. Gut, und dann folgt sie diesem Trampelpfad weiter, hält die Augen offen. Sie will nicht in einen Hinterhalt geraten. Oder vielleicht gibt es hier auch schon Späher, die sie beobachten. Auch die will sie gerne vorher sehen. Es hat sich so ein leichter Nebel über den Boden gelegt, durch den ihr durchwartet. Und der immer wieder so ein paar Schwaden bildet, die fast schon Form annehmen. Und ihr habt manchmal den Eindruck, dass euch Augen aus diesem Nebel heraus anstarren. Augen. Sind wir nun in der Nähe von der Stelle, wo ich zumindest einen Verdacht habe, dass es einen Eingang geben könnte? Also ihr wolltet ja zu dem Gewässer, da wart ihr. Und da war nichts. Genau, da war halt das Gewässer und der Flusslauf ist ausgetrocknet und mit allerlei Unrat beklatscht. Und dann kam der Wagen und jetzt seid ihr ja dem Pfad Richtung Stadt gefolgt. So hätte ich das irgendwie. Naja, ich wollte am Wagen vorbei und dann wollte ich schon der Spur des Gewässers nochmal folgen. Ich meine, ein ausgetrockneter Flusslauf könnte es uns sogar leichter machen, was zu finden. Ich wollte schon so ein bisschen entlang, ob da irgendwo. Der führt aber auch von der Stadt weg. Also der führt nicht in die Stadt rein. Okay. Und da gab es jetzt auch keinen klassischen Zugang zur Kanalisation, der in diesem Fluss mündet oder sowas? Genau, das hatte ich ja eben auch schon gesagt, dass die Kanalisation irgendwie im Bau sich befindet, wenn überhaupt. Ach so, okay, das haben wir falsch verstanden. Okay. Irgendwie also nur so rudimentär vorhanden ist und dass dieser Tümpel dafür benutzt wird, den Unruh. Da wird es dann hingekarrt quasi. Hingekarrt, genau. Ah, okay. Ja. Ja, aber hingekarrt. Moment mal. Das wäre eine Möglichkeit. Ich weiß, was du vorhast. Das wäre eine unglaublich stinkende Möglichkeit. Aber auch eine, von der man ausgehen kann, dass sie nicht besonders gut überprüft wird. Hast du Angst, dreckig zu werden, Mora? Ich glaube, das ist unsere geringste Sorge. Ja, leider. Aber wenn man im Unrat badet, kann man auch nicht gut Kontakte knüpfen. Können wir die Stelle ausmachen, an der das Unrat weggeschafft wird? Durch Wagenspuren oder ähnliches? Ja, das ist ja dieser Pfad, dem ihr gerade gefolgt seid, wo der Wagen euch entgegengekommen ist. War das so ein Wagen tatsächlich genau. Sogar? Ja, das war so ein Unratswagen. Dann interessiere ich mich jetzt doch, weil ich hatte es nicht verstanden, dann interessiere ich mich jetzt doch ein bisschen mehr für diesen Wagen. Ich erinnere mich, sind ja jetzt hinter uns. Wie viele waren das? Wie viele Soldaten waren da? Waren da überhaupt Soldaten? Gar keine oder nur Soldaten, diese Untoten? Das waren alles Leichen, die den Karren bewegen. Also 6 Leichen, die den Karren bewegen und 4, die daneben laufen. Das Problem daran wäre, dass wir keine Leichen sind. Funktioniert das nicht. Wir können ja auch oft auf den Wagen, wenn er zurückfährt. Das ist, glaube ich, so, was Mora sich vorgestellt hatte. Ja, schon, aber wenn da dann keine 8 Leichen mehr mit zurückkommen, fragen die sich, wo die geblieben sind. Sie und müssen wer den Leichen Wagen ja nicht angehen. Ich kenne mich nicht aus mit diesen Untoten. Werden die nicht kommunizieren?
Sie haben doch nicht auf uns reagiert, als wir da saßen, als wir in denen vorbei sind. Weil wir uninteressant für sie waren. Ja. Oder weil in den Untoten kein richtiger Geist mehr vorhanden ist. Wir werden getrieben durch die böse Magie. Das ist die Frage. Wie reagieren wir sie, wenn wir uns in diese Fässer zwängen? Wenn sie gar nicht reagieren, dann wäre es möglich. Wenn sie reagieren, müssen wir ein paar von ihnen ausschalten. Oder alle. Oder es könnte sogar sein, so ein Blick in Richtung Astanio, dass derjenige, der sie beschwören hat, dann auch schon weiß, was los ist. Damit kenne ich mich nicht aus, mit diesen Kreaturen. Er spuckt auf den Boden. Vielleicht können wir uns auf den Wagen stehlen, ohne dass sie merken, dass wir draufspringen. Das wäre ein Versuch wert. Lass uns das mal ansehen. Und Mora ist gerade dabei, sogar ihr Pferd zu wenden und dann den hinterher zu reiten. Jörn nickt und folgt. Ja, gute Idee. Wendet ihr wieder und wird wieder zurück zu dem Wagen, der immer noch nicht den Tümpel erreicht hat, dafür sind die zu langsam. Aber die gehen immer noch stur und gerade und ohne euch zu behelligen, geradeaus Richtung Tümpel. Wir warten, bis wir den Unrat abgeladen haben. Ja. Und dann versuchen wir drauf zu springen. Die Pferde lassen wir einfach hier. Es bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Hier an der Stelle und holen sie ab, wenn es nicht klappt. Hoffen wir mal, dass sie nicht gefressen werden. Und Mora tätschelt in dem Moment den Hals von ihrem Pferd. Oder wir schicken sie gleich zurück. Wäre vielleicht besser. Ja. Also wir werden einen Weg zurück, denke ich, schon finden irgendwie. Ja, dann steckt die Handrik ab, nimmt alles vom Pferd, was er braucht. Tasche, Waffe. Und dreht das Pferd in die Richtung vom Lager und schlägt ihm auf den Hintern. Ja, Elena tut es ihm gleich und auch ihren Proviantsack runter. Das Schwert hat er sowieso immer schon noch an der Seite. Mach's gut, mein Liebe. Wir sehen uns. Gib dem Pferd dann auch einen Klaps. Und dann joggen wir dem Wagen hinterher. So schnell sind die ja nicht. Das heißt, wir können denen erstmal ruhig aber mit etwas Abstand folgen. Nicht auf der Straße, sondern eher so etwas an der Seite, dass man so ein bisschen Deckung hat, um dann langsam näher zu können. Den Nebel kann man sich auch nutzen, aber halt nicht zu tief in den Nebel hinein. Da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, also ihr könnt den Wagen ohne Probleme erreichen. Und die behelligen euch alle nicht gerade, zumindest. Sehen wir denn, wenn die gehen die noch oder haben die Halt gemacht? Die haben an einem Tümpel angehalten, haben das Ding ausgeleert und haben dann gedreht und gehen wieder zurück. Genau, und in dem Moment, wo die quasi gefolgt. Genau. Die laufen halt langsam und beständig irgendwie weiter. Wir würden dann von hinten uns anschleichen und auf den Wagen klettern. Genau. Die Zombies, die neben dem Wagen laufen, kriegen davon auch gar nichts mit. Hinter dem Wagen läuft ja keiner. Und das Einzige ist, wenn ihr auf den Wagen hochklettert, macht es so ein kurzes, also stockt das Ganze, weil es ja Gewicht gibt auf einmal, das vorher nicht da war. Aber dann wird der Wagen einfach nur langsamer und wird dann in diesem etwas langsameren Tempo weitergehen. Ganz kurz drehen sich ein paar von den neben dem Wagen laufenden Zombies nach hinten um. Und Osko auf den Wagen draufklettert, ist er sich sicher, dass einer von denen dich zieht und dir genau ins Gesicht schaut mit seinem einen Auge und dem anderen Auge, was so halb aus der Augenhöhle rausgefallen ist.
dann kurz so den Kiefer öffnet, so ganz krumm, und du auf so eine irgendwie zahnloses Gebiss drauf schaust. Aber dann dreht sich der Kopf auch sofort wieder nach vorne und der Wagen fährt weiter. Osko hätte in dem Moment versucht, noch sein Gesicht von dem Zombie irgendwie wegzudrehen und rollt dann mehr seitlich auf diesen Wagen drauf. Gibt dann natürlich ein rumpelndes Geräusch. Osko würde flüstern. Einer von denen hat sich zu mir umgedreht, aber wieder nach vorne geschaut. Hoffen wir mal, dass er keinen Nekromant zugeschaut hat in dem Moment. Und jetzt Ruhe. Es dauert eine Ewigkeit, die ihr da irgendwie auf dem Wagen kauern müsst, bis dann Gepolter losbricht. Ihr könnt ja nur hinten aus dem Wagen rausschauen. Vorne ist er zu und an der Seite auch. Und dann irgendwann ihr so ein Knarzen von einem Tor oder sowas vernehmt und dann nach hinten raus auch irgendwann sehen könnt, dass der Wagen halt innerhalb der Stadt gefahren wird, ohne dass irgendwie groß jemand da auf eure Ladefläche hinten drauf schaut. Allerdings könnt ihr auf jeden Fall ein paar Drachengardisten sehen, die an denen ihr vorbeifahrt und wo er dann wahrscheinlich sofort in Deckung geht. Ja. Als die Richtung Wagen schauen. Aber richtig auf den Wagen drauf schauen tut niemand. Also wenn es die Möglichkeit gab oder gibt, sich in diese Fässer hineinzusetzen, da müssen ja Fässer oder Ähnliches sein, dann hat das Jandrik zumindest auch gemacht und es den anderen vorgeschlagen, auch wenn es ekelhaft ist. Der beißende Gestank des Unrats umgibt euch ja schon seit Stunden. Und der Gedanke, sich da reinzusetzen, reift immer mehr und dann irgendwann überwindet sich Jandrik schon und klettert da rein. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist, ob die sich überwinden können. Da nochmal genau, also noch tiefer sich in den Umrat hinein zu schmieren. Da müssen ja leer sein, ne? Also naja, aber da sind immer noch Reste drin, natürlich. Ja, das ist klar. Osko hat damit relativ wenig Probleme. Der war an so vielen ekelhaft stinkenden Stellen schon in dieser Dämonenbrache. Also so extrem war es noch nie, aber er wird sich da schon reinkauern. Ihm ist auch gleich, wenn seine Robe beschmutzt wird. Dann ruckt irgendwann der Karren und bleibt stehen. Ganz langsam versucht Mora, die Plane ein bisschen hochzuschieben und mal zu sehen, wo sie denn sind. Schaust auf das Innere eines, also auf das die Reste eines Gehirns, weil neben der Planende sofort eine Gestalt steht. Der so halb, der halbe Kopf fehlt. Und das so vorne nach hinten schwankt. Ein bisschen. Sofort nimmt sie die Hand vor den Mund, damit man ihr Würgen nicht hören kann. Und versucht dann noch zu gucken, ob sie irgendwie sieht, was hinter diesem Zombie ist, wo sie zum Stehen gekommen sind. Ja, traust dich erstmal vielleicht für eine Minute nicht, den nochmal hochzumachen, dann traust du dich wieder und siehst dann wieder diesen Schädel und guckst dann in dem Schädel vorbei und siehst eine Häuserwand, aber auch viele andere vor sich hin torkelnde Gestalten. Hm. Einige laufen so immer vor die Wand, puck, puck. Sind wir puck. Drin, also sind wir in einem Gebäude? Sehe ich das? Also könnte entweder drin oder draußen sein. Du siehst halt die Wand. Guckst so ein bisschen zur Seite. Wenn du nach hinten rausguckst, da ist ja die Plane nicht, siehst du auf jeden Fall, dass ihr noch draußen seid, weil ihr siehst noch den Rest von der Straße. Da sieht man nicht so viele Gestalten, aber an der Seite sind halt einige mehrere. Bestimmt so auf deiner Seite vielleicht ein halbes Dutzend. Gestalten. Sie wartet tatsächlich noch regungslos und horcht, ob sie nur die Untoten hört oder ob es da noch andere gibt. Drachengardisten, man hört Bewohner, nur dieses Pock, Pock, das auch manchmal ein bisschen stärker wird und irgendwie dann auch so ein Knacken nach sich zieht manchmal. Uah.
Aber mehr dann ist guckt sie fragend in das Gesicht der anderen. Dann hört sie man irgendwann so ein ekliges Matschen und Schlurfen und Schmatzen. Fragend blickt sie die anderen an. Raus hier, oder? Ja. Sollten wir, ja. Und sie kriecht dann nach hinten zum Ende des Wagens an die Öffnung und guckt dann nochmal verstohlen raus. Ja, an den Seiten der Wagen sind auf jeder Seite irgendwie ein Teil skelettiert. Das heißt noch relativ frische Leichen, die aufrecht gehen, schwanken oder ziellos irgendwie durch die Gegend laufen. Einer kriecht, weil er kein Unterleib mehr hat, nur durch den Matsch. Und ja, ihr seid da quasi in so einer Nebengasse oder sowas. Neben dich schaust, siehst du noch ein paar andere von so Gefährten, wie ähnlich wie eurem. Aber es sind außer diesen Untoten ist ja gerade nichts zu sehen. Und hinten ist nichts, ja? Habe ich richtig Gasse, verstanden. Ja. Also die Öffnung der Gasse ist die nach hinten. Dann kannst du von der Ferne kannst du halt die Straße, eine größere Straße sehen mit Gebäuden, aber da sind gerade anscheinend nichts los zu sein. Einzige, was man sieht, ist irgendwie dieser Nebel auf dem Boden. Kann ich einschätzen, wo wir sind? Kenne ich das wieder? Du vermutest, dass du irgendwo in einem der niederen Viertel bist, irgendwie näher in der Nähe der Stadtmauer irgendwo. Du weißt, dass die Altzoll ja so ein bisschen länglich ist, so irgendwie oval geformt. Ne? Und dass die inneren Teile des, quasi die Hauptstraße, wenn man sowas sagen möchte, also die von Tor zu Haupttor geht, dass das alles ein bisschen erhöht ist und dann an der Seite, an der länglichen Seite die Stadt so ein bisschen abfällt, wie so ein Hügel. Und ja, es scheint irgendwo außerhalb unten zu sein. Entweder irgendwo in Unterfeld oder in einer der anderen niederen Teile der Stadt. Ich krieche neben Mora, schau sie an. Ich glaube, ich weiß ungefähr, wo wir sind, doch. So genau kann ich es nicht sagen. Aber im Zentrum sind wir auf keinen Fall. Im niedrig gelegenen Teil der Stadt in jedem Fall, der schlechteren Gebiete. Dein Unterschlupf, wo ist der? Und sie schaut, sie überlegt nochmal. Es ist noch ein bisschen hin. Mein Vater hat eine ganz gute Wohnung, eine ganz gute Unterkunft hier gefunden. Hier ist es nicht, aber ich glaube, es wäre ein Fußweg von 20 Minuten vielleicht. Vielleicht etwas länger. Es ist dunkel? Ja. Dann würde ich sagen, sollten wir es jetzt riskieren. Seid ihr bereit? Ja. Du führst, Mora. Gut, dann kommt. Und sie lässt sich sehr geschmeidig aus diesem Wagen gleiten. Und direkt ist sie quasi um die Ecke verschwunden. Aber wenn ihr rausklettert, dann seht ihr, dass sie dort wartet, relativ nah an eine Wand gedrückt, immer wieder um sich blickend. Sie wartet kurz, bis alle hinausgeglitten sind und dann huscht sich schon die Wand entlang. Sehr geduckt und immer wieder abwartend, den Kopf drehend, lauschend. Jandrik. Sie versucht. Gibt Oskar ein Zeichen, dass er gehen soll. Ich gehe als Letztes. Und Oskar schiebt sich auch vom Wagen herunter, schnell zum Ohr an die Gasse. Blick zu Elena. Elena folgt Oskar. Und ja. Schaut an Michael. Gasse. Ja. Los geht's. Wenn er hinaus. Am Ende ich. Wenn ihr hinaustretet auf die Straße, seht ihr da halt so eine Fäkalrinne, die in der Mitte der Straße entlang führt. Und jetzt sehen die anderen, die noch nie hier waren, in Altzoll auf, was wohl das System ist.
denn anscheinend fließt der ganze Unrat von oben nach unten Richtung Stadtmauern. Und dieser ganze Rinnsal ist entweder teilweise sogar schon richtig verstopft oder voll. Und ihr seht überall auf der Straße Untote, die mit Hacken und Schaufeln irgendwie die gröbsten Sachen in Fässer stopfen. Und es stinkt sowieso bestialisch, weil ihr auch stinkt, weil ihr habt in den Fässern gesessen. Aber ja. Überall ist hier Unrat. Also wenn hier jemand noch wohnt, das ist wahrscheinlich ziemlich schwer zu ertragen. Mora schüttelt nur den Kopf, als sie das sieht. Diese Stadt geht vor die Hunde. Und dann schaut sie nochmal, ob es alle auch ihr folgen. Und ja, geht dann weiter in die Gassen. Aber irgendwann werden sie auf Menschen stoßen, das weiß sie. Hofft sie. Gott sei Dank ist es noch dunkel. Und so langsam kann sie sich orientieren. Ja, es ist ein ganzes Stück, es ist ein niederes Viertel auf jeden Fall. Und jetzt hofft sie umso mehr, dass ihr Vater noch lebt. Ja, du läufst eine ganze Ecke und dann irgendwann bist du dir sicher, dass du dich auf dem Zollweg befindest. Einer größeren Straße, die so in einer Art Halbkreis durch ein niederes Viertel am Fuße von Altzoll sich entlang schlängelt im Süden der Stadt. Ja, das ist tatsächlich noch ein ganzes Stück weit. Ihr Vater wohnt in keinem wohlhabenden Viertel, wenn es sowas in Altzoll überhaupt gibt. Aber es war mal, so hatte sie es jedenfalls in Erinnerung, noch vor ein paar Jahren, vor wenigen Jahren, ein ganz manierliches Viertel. Und dort hatte er zwei, drei Zimmer gemietet. Zwar nur zur Untermiete, aber er konnte dort gut leben in seiner Stube. Und sie hofft, dass er dort immer noch ist. Kommt. Schnell. Ja, ein Rückfakt. Ja, so irrt ihr ein bisschen durch die Nacht, durch den Nebel. Die Straßen sind schlecht beleuchtet. Hin und wieder seht ihr so was ähnliches wie Wachen, die durch die Straßen laufen mit Laternen und auch Waffen, also so einer langen Stangenwaffe. Allerdings laufen die auch alle sehr ungelenk. Und ihr tut erstmal gut daran, euch irgendwie von denen ein bisschen fernzuhalten. Aus der Ferne ist es nicht genau erkennbar, ob es ein Mensch ist, der einfach nur ungelenk läuft, oder ob es auch ein Untoter ist. Auf jeden Fall tragen die auch so einen Tellerhelm und haben halbwegs vernünftige Klamotten und da teilweise auch Rüstungsteile an. Und laufen halt da durch die Straße mit so einer Laterne. Immer umgeben alles, was in der Stadt ist, so ein leichtes Heulen oder Seufzen in der Luft, was so einen ständigen Unterton fabriziert. Und tatsächlich trefft ihr, während ihr da durch die Gassen schlendert, auf keine Menschenseele. Allerdings sieht man hin und wieder mal in einem Fenster ein Licht an- und ausgehen oder so. Oder ja, an sein. Und wenn man ein bisschen sich beobachtend irgendwie umschaut, habt ihr das Gefühl, dass manchmal auch irgendwelche Leute aus den Fenstern herausgucken, neugierig auf die Straße herunterblicken. Wenn ihr da ein bisschen durch den Nebel wartend vielleicht das ein oder andere Geräusch dann doch von euch gibt. Genau, ein Nieser oder sowas, ein Fleucht. Und dann geht irgendwo ein Licht an und dann seht ihr irgendwo jemanden, der verstohlen aus dem Fenster guckt. Können wir von der Straße, von dem Zollweg, wo wir sind, die Stadtmauern sehen? Oder sind die von den Häusern? Die sind hoch genug, dass man sie, also dass man zumindest die Wachtürme sehen könnte. Die Mauern nicht, aber die
Die Häuser sind irgendwie schon hoch genug, dass man da nicht drüber gucken kann, wo ihr steht. Aber die Türme sind sichtbar, ja. Ich behalte das ein wenig im Blick und versuche mir ein Bild zu verschaffen. Sind da viele Wachen unterwegs? Sieht man die oder ist es eher ruhig? Oder sieht man die auf vielleicht? Auf der Mauer siehst du keine Lichtsachen, also auf den Türmen. Okay. Also du siehst die Türme, weil sie belichtet, also so, weil da Licht da ist, aber du siehst keine Menschen da. Okay. Aber die sind auch etwas weiter weg. Das kann auch schwer sein, in der Nacht das zu sehen. Ja. Sie versucht sich auf jeden Fall einzuprägen, welchen Weg sie gehen, damit sie eventuell einen Fluchtweg sich offen halten können. Und merkt auch immer wieder, versucht zu sehen, wie viele Wachen denn unterwegs sind. Aber es ist alles so nebelverhangen und so verstörend auf eine ganz eigene Weise, diese Stadt so zu sehen. So hatte sie sie auf jeden Fall nicht in Erinnerung. Es ist schlimmer geworden. Nach einiger Zeit erreicht ihr die von Mora angesteuerte Gasthaus ist es ja nicht so richtig, so eine Pension eher so, ne? Ja, genau. Es war vielleicht mal ein Zimmer, was von der Taverne vermietet wurde und jetzt halt dauerhaft eigentlich vermietet ist zur Untermiete. Und dort wusste sie, dass ihr Vater Unterkunft gefunden hat. Und sie zögert tatsächlich einen Moment. Jetzt steht sie direkt davor. Aber es ist, als würde sie einmal durchatmen. Ihr seht, dass sie sich aufrichtet und den kurzen Atem anhält. Dann nimmt sie einen tiefen Atemzug, hebt die Hand und klopft. Dreimal klopft sie, dann wartet sie und dann klopft sie noch zweimal. Dieses Zeichen hat ihr Vater manchmal benutzt. Bei besonderen Gästen. Und dann lauscht sie, ob sie Schritte hört hinter dieser Tür. Erst ist nichts zu vernehmen. Und du hast teilweise schon so ein Kloß im Hals, weil sich nichts tut. Aber dann etwas länger wartend noch und hoffend, dass sich doch irgendwie was tut, hat man ein Rumpeln hinter der Tür und dann wird die Tür so ein Spalt weit aufgemacht. Und ganz offen und ja, tatsächlich ängstlich blickt sie auf diesen Spalt der Tür und hofft, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Du blickst in ein unbekanntes Gesicht, ein älterer Mann mit einem vollen Bart, der ein wettergegerbtes Gesicht hat, also die Teile des Gesichtes, die Nase irgendwie hat so einen leichten Ausschlag, die Stirn, sehr, sehr hohe Geheimratsecken und langes, strähniges Haar, was ihm davon herunterfällt, um die Geheimratsecken ein bisschen zu verhüllen, hat er die so darüber gekämmt, aber die einzelnen Strähnen sind sehr dünn und auch fettig. Und schaut dich so mit zugekniffenen Augen unter buschigen Augenbrauen an. Wer bist du? Die dunkle Mutter zum Gruße. Ich suche jemanden, der hier wohnt. Aber es seid nicht ihr. Wir haben geschlossen, rumpelt die Tür wieder zu. Ich bezahle auch. Und sie wartet, ob sich jemand regt. Man hört so ein bisschen ein Murmeln drin. Sie kramt in ihrem Mantel
die 1000 Taschen in der Innenseite. Dann holt sie ein kleines Säckchen raus und klimpert mit dem Säckchen. Man hört die Münzen darin schwer. Ich bezahle gut für Auskunft. Wird die Tür wieder ein Spalt weit aufgemacht? Wie viel hast du? Ich suche jemanden. Genug. Ich will den ganzen Sack. Ein wenig unverschämt, ihr kennt doch noch gar nicht meine Frage. Die ist mir egal. Bezahlung im Voraus. Ihr haltet mich aber für besonders dumm. Tür geht zu. Sie nimmt eine Münze, eine goldene Münze aus diesem Säckchen und schiebt sie unter dem Türspalt hindurch. Egon Wallrand, den suche ich. Der ist tot. Seit wann? Eine etwas längere Pause, als dir lieb ist. Dann nimmt sie die zweite Münze und schiebt sie unter der Tür hindurch. Wenn ihr ihn kennt, welche Augenfarbe hatte er? Braun. Ist das die Augenfarbe? Sag du es mir, du bist dein Vater. Dann schüttelt sie den Kopf. Dann habe ich gerade 2 Goldmünzen verschwendet. Schade, ich hätte noch so viel mehr gehabt für gute Informationen. Keine Antwort. Das bringt hier nichts und sie wendet sich um zu den anderen. Und stellt fest, dass Jantrik nicht mehr da ist. Denn während des Gesprächs hat er sich hier etwas umgeschaut. Er sucht einen Weg hinauf. Aufs Dach. Ja, das Mauerwerk ist nicht sonderlich glatt, eher so ein bisschen schnörkelig. Und du findest eine Stelle, wo man mal versucht hat, so ein paar Stuckfiguren oder so etwas an die Außenwand heranzumachen, was aber alles schon abgebröckelt und kaputt gemacht ist. Aber was sich hervorragend eignet, um daran hochzuklettern, vor allen Dingen, weil im oberen Bereich dann auch noch so eine Art Bewuchs irgendwie zu sehen ist. Also hangelst dich zunächst an diesem Stucken da hoch und dann reißt du in die Pflanzen und hoffst, dass sie sein Gewicht tragen. Geben auch zuerst nach und du fluchst ein bisschen in dich hinein, aber dann halten sie dich doch, nachdem du ein paar Meter nach unten gesackt bist. Und vorsichtig klettert Jandrik nach oben. Er klettert weiter, während das Gespräch vorangeht und sucht nach einem Eingang, entweder über das Dach oder über ein Fenster. Ja, da ist tatsächlich ein Fenster weit oben. Oder ist es eher so ein Fehlen eines Dachschindels? Ist es Absicht, dass hier eine Öffnung ist? Sieht so ein bisschen aus, als wäre es irgendwie ein Fenster, aber der Rahmen würde fehlen. Dann würde ich etwas misstrauisch und schaue nach einer Falle. Und tatsächlich siehst du irgendwie, wenn du ein bisschen umschaust, es ist dunkel, aber Jandriks geübte Augen erkennen einen Mechanismus, der an einer Art Armbrust angespannt ist. Wenn man da durchklettert, würde man wahrscheinlich an diesen dünnen Draht dort dran gelangen, der den Mechanismus in Gang setzt und dem Eindringling einen dicken Bolzen in den Körper treibt. Kann ich den umgehen und trotzdem hineinkommen? Könntest du ihn auslösen von hier, ohne da reinzuklettern? Ja, aber ich muss davon ausgehen, dass wer auch immer diesen Bolzen dort hingetan hat, auch ein akustisches Signal hat, wenn er losgeht. Und ich würde ihn gerne nicht losgehen lassen. Vielleicht komme ich ja unterm Draht vorbei. Ja, der ist erstaunlich gut geknüpft und platziert. Also du bist ein bisschen als Mann ein bisschen zu füllig, um da durchzuklettern.
Mora könnte es vielleicht schaffen. Na gut. Dann so. Ich merke mir die Stelle und kletter wieder herab. Und wenn sie sich dann da umdreht, komme ich vielleicht gerade aus dem Schatten heraus. Wo warst du denn? Hab mich ein bisschen umgesehen. Wie gerne willst du denn da rein? Verdammt gerne. Ich schätze so ein bisschen ab. Ich schaue mir ihre Figur an, was durchaus und auch nicht ganz unabsichtlich ein bisschen anzüglich aussieht. Und musst du sie ablegen. Ein Groschen für deine Gedanken, aber die kann ich mir fast schon denken. Du wirst dich ausziehen müssen. Und sie nimmt etwas resigniert den Hut vorm Kopf und drückt ihn etwas ruppig in seine Hände. Dann legt sie den Mantel ab. Was hast du denn gefunden, fragt sie dabei. Und wer sagt, dass ich was gefunden hatte? Ich wollte einfach nur... Aber dann halte ich schon die Hand hoch. Und sie hatte quasi schon ausgeholt, um mir eine Ohrfeige zu geben. Vielleicht nicht der beste Zeitpunkt. Da. Und ich zeig nach oben. Ich komme da nicht durch, aber du vielleicht. Und jetzt lächelt sie tatsächlich ein wenig wertschätzend, was du entdeckt hast. Und dann zieht sie diesen schweren Mantel aus und rafft die Ärmel und drückt dir auch den Mantel in die Hand. Und der ist unglaublich schwer. Du hast das Gefühl, okay. der ist so schwer wie 5 Mäntel. Ich schaue sie unglaublich an, sage aber nichts. Und du siehst halt auch, dass der Innen mehr oder weniger nur aus Taschen besteht. Aus sehr vielen kleinen, aus größeren. Und der ist anscheinend voll mit Zeug. Hast du deinen ganzen Hausstand dabei? Man hat die wichtigen Dinge am besten immer dabei. Ach, gut, dass du es sagst. Und sie greift in 3 Taschen und zieht sehr feine, sehr dünne, aber sehr spitze Dolche heraus, die sie sich dann hinten in das Mieder steckt. Na dann. Und als letztes zieht sie dann ihr Beil, was sie beim Klettern behindern würde, legt es auch noch auf diesen Haufen, den er gerade trägt. Wehe, du verlierst es. Und dann reibt sie sich kurz die Hände, schaut sich diese ausgefransten Stufen quasi fast schon an, des zertretenen und zerbröselten Stucks an der Hauswand, und dann klettert sie hinauf. Bevor sie los kann, berührt Jandrik nochmal ihre Schulter. Dreht sich um. Sei vorsichtig. Natürlich. Dann tritt er zurück. Und dann klettert sie vorsichtig, aber sehr gelenkisch, bis sie an diese Öffnung kommt und schaut und entdeckt den Draht. Ah, sie nickt leicht, erkennend. Ja, das ist tatsächlich ein wenig knifflig. Da hat wohl jemand verdammt gut dieses Seil gespannt, diesen Draht. Und dann versucht sie sich am Rahmen ein wenig festzuhalten, vielleicht dort an diesem kleinen Vorsprung, und sich quasi hineinzuheben, hineinzuhieven, daran vorbei. Ganz vorsichtig und diesen Bolzen im Blick. Wenn der sie durchbohrt, dann haben sie ganz andere Probleme. Vorsichtig lässt du dich hinunter. Du bist dir im Klaren, dass das eine knappe Geschichte sein wird, diesen Draht nicht zu berühren. Und auf Hüfthöhe hast du tatsächlich ein Problem, denn du spürst den Draht an deiner Kleidung entlang scharrabben. Also du könntest es schaffen, aber du merkst jetzt schon, dass da ein kleiner Widerstand gerade ist. Das heißt, sie könnte sich in den Raum hineinfallen lassen. Entweder fallen lassen und hoffen, dass das Ding auslöst, während du schon unten bist. Oder nochmal nach oben klettern, hoffen, dass das Ding nicht auslöst. Und dann nochmal versuchen, weiter zu klettern und nochmal mehr den Bauch einzuziehen oder so. Aber dann würde es sich verhaken. Und je mehr Zeit sich hier oben verbringt, desto wahrscheinlicher ist es, dass irgendwer von außen sie sieht. Kniffelig. Und dann drückt sie sich tatsächlich sehr nah
an die Wand, die sie gerade hineinklettert, und lässt sich fallen. Sie weiß, dass sie dadurch den Bolzen auslösen wird. Du merkst die Dolche auf deinem Rücken, wie sie gegen die Wand gepresst werden und sich dann auch irgendwie mit Kraft irgendwie so ein bisschen auf deinem Rücken abbilden dann. Mhm. Und dann lässt du dich mit Schmackes fallen. Der Draht löst nicht aus. Aber du landest mit einem ziemlich unsanften Wusch und Bumm auf dem Boden. Sie ärgert sich tatsächlich in dem Moment so unglaublich über sich selbst. Andere so hört oben nur, während Mora in dem dunklen Loch verschwindet, ein Bumm. Verdammt. Jandrik verzieht das Gesicht, sagt aber nichts. Sie versucht, sich so schnell es geht aufzurappeln, zu lauschen. Hört sie Schritte? Hat irgendwer sie gehört? Und sie hat schon eine Hand hinten an einem Dolch und wartet, versucht, den Atem anzuhalten. Nichts zu hören. Gut. Sie atmet erleichtert ganz langsam aus. Dann erhebt sie sich und schaut, ob sie den Bolzen aus der Armbrust nehmen kann. Die Armbrust hängt oben unter der Decke, dann müsstest du irgendwie wieder hochklettern. Ja, aber die Zeit nimmt sie sich. Sie schaut, ob sie diese Falle irgendwie aushebeln kann, ohne dass der Bolzen losschnellt. Das dauert eine Weile, du kletterst irgendwie an der Wand irgendwie entlang, nimmst dir irgendwelchen Tand, den du hier findest, um dich da drauf zu stellen und dich größer zu machen. Ein Stuhl, der laut knackt, als du oben drauf sich stellst. Und wieder ein Geräusch, was du gemacht hast, was du eher vermieden hättest. Und dann kommst du an den Bolzen heran und kannst ihn aus der Armbrust herausnehmen. Erleichtert schaut sie diesen Bolzen in ihrer Hand an. Gut, und dann klettert sie behende von diesem Stuhl herunter, guckt dann noch mal kurz aus dem Fensterloch und gibt mit einem Handzeichen zu verstehen, dass es ihr gut geht. Und dann winkt sie einmal kurz, um Jandrik zu verstehen zu geben, dass auch er folgen könnte. Aber sie wartet nicht unbedingt auf ihn. Sie schaut sich diesen Raum an. Schaut sich nochmal diese Falle an. Ziemlich, ziemlich gut, muss sie schon zu erkennen geben. Der hätte sie umgebracht. Und dann geht sie diesen Raum ab. Sieht sie irgendetwas? Irgendetwas, was auf die Anwesenheit ihres Vaters schließen lassen könnte? Vor allen Dingen sind es ausrangierte Möbelstücke, die hier stehen. Einige Truhen mit Kleidung darin. Könnte von deinem Vater sein, könnte aber auch von jedem anderen Händlerstypen sein. Relativ nichtssagend. Dann geht sie zur Tür, bleibt einmal stehen, lauscht. Du hörst Schritte von draußen. Schritte, die sich nähern? Genau. Wenn sie abschätzen kann, dass sie noch etwas Zeit hat, versucht sie sich hinter einen der Schränke zu ducken, zieht einen Dolch, drängt sich in ein gutes Versteck, irgendetwas, was ihr Deckung bietet. Vielleicht wird sie auch gar nicht gesehen, wenn sie Glück hat. Machen die anderen? Jandrik hat das Signal gesehen und schaut nun zu den anderen. Ich lasse ihn nicht alleine da oben. Bleibt ihr hier oder kommt ihr mit? Ich kann da hochklettern, wenn du das meinst. Ja, dass du da hochklettern kannst, weiß ich. Die Frage ist, ob es sinnvoll ist. Das weiß ich nicht. Aber besser als jetzt zu warten. Wenn einer der Wachenzüge kommen, dann... Ja, wir können noch jemanden brauchen, der Schmiere steht und uns warnt, falls jemand kommt. Das kann ich machen. Gut. Dann komm du mit, Oskar. Ja. Ja, dann klettern wir hoch. Und steht dann oben vor der Luke.
Ich lehne sie hinein. Kannst Mora nicht sehen. Mora? Na gut, habe ich auch nicht wirklich erwartet. Er hat sich ja hinterm Schrank verkrochen. Ich lausche. Höre ich irgendwas? In der Ferne ein paar Bohlen quietschen. Dann gehe ich selbst schnell rein, mein Schwert griffbereit, trete zur Seite und warte auf Asko. Ja. Er tut es Jandrik gleich. Versucht sich leise herunterzulassen. Entschuldigung, Jandrik hat ein gutes Gefühl, als der Draht dann reißt, wenn du dich da reinreißen lässt. Aber die Ambus macht auch Klick, aber kommt kein Bolzen. Bei Osko ist die Falle dann ja schon ausgelöst. Landet auf dem Boden in dem Moment, als die Tür zu dem Dachboden, die Luke zum Dachboden aufgestoßen wird. Ich schnelle vor. Ein Lampenschein sich ins Dunkel hineinschält. Ich mache mir keine Illusionen. Spätestens Osko werden sie sehen und deswegen lasse ich der Person keine Sekunde Zeit. Ich springe vor, reiße sie um, die Waffe gezogen. Versuche ja auch gleich noch den Mund zuzuhalten, wenn möglich. Ganz still, Freundchen, wenn du nicht sterben willst. Hast du verstanden? Mora würde das ja sehen in dem Moment. Sie hat ja ihren Blick auf die Luke geheftet und sieht die beiden, wie sie quasi durch das Fenster kommen und Jandrik davor schnellt. Wen hat er da im Griff? Du hast die Gestalt nicht hundertprozentig gut gesehen. Du hast halt einen älteren Mann gesehen, der von Jandrik halt jetzt umgerissen wurde. Der Jandrik war so schnell, da hast du gar nicht genau gucken können, wie der Typ aussah, der da reinkam. Aus einem Affekt heraus schnellt Mora nun hinterher. Sie will sehen, wen er da hat und hat ihren Dolch auch gezogen. Ist quasi in Jandriks Rücken. Ja, Jandrik blickt in das alte Gesicht eines Mannes, der so ein bisschen mit aufgerissenen Augen so in deine Richtung schaut. Also dich alle jetzt anschaut und dann... Halt die Klappe. Ich warte, wie Mora reagiert. Mora kommt dann in dem Augenblick nach hinten, hinter dich tritt hin und siehst, dass Jandrik deinen Vater gerade wieder getackelt auf dem Boden den Mund zuhält und gerade halt die Klappe zu ihm gesagt hat. Ich packe Jandrik und reiße ihn von ihm. Ja, Jandrik lässt es zu. Ist er das? Und sie antwortet nicht, sondern fällt ihm eigentlich nur um die Arme. Und drückt ihn an sich. Götter. Du lebst. Bei den Göttern. Ich bin so froh, dass du lebst. Und sie drückt ihn eigentlich nur an sich. Und dann küsst sie sein Gesicht. Mein Gott, was ist hier los? Und sie Tränen treten in ihre Augen. Was machst du hier? Tränen rinnen auch bei ihm aus den blauen Augen. Und dann einen Moment noch verharrt sie in der Umarmung und löst sich von ihm. Truppen kommen. Truppen aus dem Westen. Und jetzt flüstert sie, angestrengt. Sie schön fast schon vor den Stadttoren. Ich weiß. Wir sind hier, in ihrem Namen. Wir versuchen ihnen einen Weg hierhin hinein zu verschaffen. Und man sieht Freude in ihren Augen und Hoffnung. Und sie hat die Arme ihres Vaters umklammert. Hilf mir erstmal auf die Füße. Oh, entschuldige. Und sie nimmt ihn und versucht ihn hoch zu hieven. Sie weiß ja, er hat massive Probleme und das sehen die anderen auch. Ihm fehlt der rechte Fuß tatsächlich und wahrscheinlich wird in der Nähe von der Treppe auch irgendwo eine Krücke liegen. Und
Halt dich fest. Und sie greift nach der Krücke und gibt sie ihm in die Hand. Bei den Zwölfen. Ich bin so froh, dass du lebst. Noch. Das ist Jandrik. Jandrik Eichhorn. Kraut vergeht nicht, sagt man doch, nicht wahr? Nicht so ungut, Sir. Und wir mussten auf Nummer sicher gehen. Jandrik, das ist mein Vater, Egon Weyrand. Und so viel habe ich mir gedacht. Den Osko, den kennst du ja. Und sie blickt sich um. Das ist Osko? Ja, man glaubt es kaum. Und die Lena ist auch hier. Ich wollte gerade sagen. Was macht die denn hier? Vielleicht sollten wir sie erstmal reinholen. Ja, sie wartet unten. Dieser Mann, und sie beschreibt den Typen, den sie gesehen hat. Gehört er zu dir oder kann man ihm nicht trauen? Wem kann man schon trauen heutzutage? Warum hat er uns nicht durchgelassen? Ich weiß nicht, er hat von mir die Anweisung, niemand reinzulassen. Hm. Wahrscheinlich deswegen. Besser so. Er hat sich auch nicht gut bestechen lassen. Das hätte mich stutzig machen sollen. Ja, meinst du? Ich bin hier so lange in dieser Stadt, wenn ich jeden in dieses Haus reinlassen würde. Was ist hier los? Die Stadt ist wie leergefegt. Das letzte Mal, wo ich hier war, war das noch nicht so. Es traut sich niemand mehr nach draußen. Zumindest nicht in der Nacht. Das Heer rückt an, heißt es. Du hast es mir ja gerade bestätigt, Kleines. Was sagen die Menschen denn dazu, dass es herkommt? Ihnen wird jegliche Hoffnung genommen. Jeder, der irgendwie was zu sagen hat, zeigt sofort den ausgestreckten Arm der Gunitots. Der Nekromantenrat steht hier mit eiserner Hand. Und seit Lucardus von Kemetz verschwunden ist, noch viel mehr durch diese Hexe. Hexe? Dieses Weib, was er eingesetzt hat, um ihn zu vertreten. Weil die Spielerin sich gerade nicht erinnern kann. Den Arnhild. Namen haben wir doch gelesen, oder? Ist es Arnhild? Ja, Arnhild. Spuckt aus. Jandrik, lässt du Elena bitte rein? Mein Vater ist nicht sonderlich gut zu Fuß. Wenn ich da jetzt runtergehe, dieser Kerl, wird der dann Alarm schlagen? Vermutlich schon. Komm, wir gehen alle zusammen nach unten. Besser ist das. Folgt mir. Ja, und sie stützt ihn tatsächlich auf der Treppe. Hilft ihm runter. Treu mir. Ja. Es ist meine Tochter gewesen. Du blindes Stück untotes Fleisch. Jetzt sei mal nicht so. Er hat seinen Job verdammt gut gemacht. Und sie tätschelt seine Schulter. Dämlicher Hund. Der Einzige, dem ich es noch aushalte hier. Sei nicht zu hart mit ihm. Und sie wird dann zur Tür gehen. Da unten steht halt der Mann, den ihr schon gesehen habt. Und er stellt ihn vor und sagt, das ist mein Geschäftspartner. Treu mir Beiblatt. Es ist mir eine Freude und
Verzeiht mein etwas schroffes Auftreten. Und sie streckt ihm tatsächlich die Hand aus. Er erwidert den Händedruck. Der geht einfach vorbei zur Tür und öffnet sie. Du musst einige Riegel entriegeln, die du vorher auch gar, von draußen gar nicht so wahrgenommen hast, dass die immer entriegelt wurden, aber hier sind mindestens 4 Schlösser angebracht. Und als du das 4. versuchst umzudrehen, hakt das ganze Ding und du kriegst es nicht auf. Ich schaue zum Vater. Warte, Augenblick. Er streicht so einmal über von links über den Knauf, einmal von rechts über den Knauf und dreht dann so einmal mit dem Finger rund um den Knauf herum und dreht ihn dann in die andere Richtung, als es zu erwarten ist. Und dann springt das Schloss auf. Interessant. Ich merke mir das gut und schau dann kurz raus. Komm rein. Es braucht einen Moment, bis das eine Antwort kommt. Und dann kommt die Lena von um die Ecke, weil sie hat ja in der Nebengasse gewartet. Kommt dann mit Astanio rein. Das ging schneller als erwartet. Hier ist dein Mantel, Mora. Und sie nimmt ihn und legt ihn sofort wieder an. Wie eine zweite Haut. Fühlt sich wohler damit. Sandra zum Gruße, Elena. Und Linde zum Gruße, Astanio. Vielleicht sollte man es nicht an der offenen Tür machen, aber... Es ist eh niemand draußen. Kommt rein. Ihr könnt froh sein, dass ihr so lange da draußen überlebt habt. Die Sonne ist schon eine Zeit lang untergegangen. Wie habt ihr es überhaupt hier reingeschafft? Mit einem sehr fixgefälligen Manöver, würde ich sagen. Es war ein bisschen schmutzig, aber wir hatten Glück. Da war er mit uns, der Listige. Sonst hättet ihr oben die Falle ja auch nicht ausgelöst. Tja, verdammt gut angebracht, muss man schon sagen. Wenn ich etwas kann, dann Ingrim gefällige Fallen bauen. Aber ja, wenn ich mich schon nicht mehr bewegen Glück kann. Dafür. Und sie blickt tatsächlich mit Bitterkeit auf das Bein ihres Vaters. Setz dich erstmal. Sie kamen vor ein paar Monaten zu mir und wollten mich nach Yol'Gulmak mitnehmen. Was hatten Sie dort vor? Ich sollte in der Dämonenschmiede arbeiten, haben Sie gesagt. Wie hast du sie abgewimmelt? Ich habe gesagt, sie bezahlen mir nicht genug. Und dass ich Tagunitor treu ergeben wäre und nicht vorhabe, für den Gegenspieler Ingrims eine so weite Reise auf mich zu nehmen. Und sie haben tatsächlich bei Lucadus für mich Geld hinterlegt. Und aber wohl nicht genug. Aber anscheinend habe ich in den dunklen Landen eine Art Ruf erlangt mit meinen Apparaturen. Wirklich? Weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, aber es war die einzige Möglichkeit, an Geld zu kommen und mir hier etwas aufzubauen. Herumreisen kann ich ja nicht mehr. Nein, wahrlich nicht. Die Möglichkeit haben die Hunde dir genommen. Das ist richtig. Und ein unglaublich bitterer Ausdruck steht in Moras Gesicht. Wut. Und dann reißt er sich wieder los. Naja. Aber vielleicht wird uns deine Handwerkskunst noch irgendwie von Nutzen sein. Das Einzige, worum ich dich bitte, ist ein Unterschlupf für die nächsten 2 Tage. Was habt ihr vor? Alles, was wir können. Gibt es noch mehr wie uns in dieser Stadt? Es gab viele. Mit der Nachricht des
Des anrückenden Heers haben sich einige aus ihren Unterschlupfen getraut. Ich habe versucht, sie zu überreden, still zu bleiben, aber einige haben versucht, Aufstände anzuzetteln. Es wurde alles blutig niedergeschlagen, Mora. Die grausamste Art und Weise, wie du dir vorstellen kannst. Ich höre jetzt noch nachts die Schreie derer, die sie an die Häuserwände genagelt haben. Als Exempel, denen sie ihre Seele am mit lebendigem Leibe herausgerissen haben. Hast du schon mal jemanden gesehen, dem man seine Seele aus dem lebendigen Leibe herausreißt? Niemand wird sich irgendwie noch aus der Deckung bewegen. Niemand. Sie werden müssen. Es wird ihnen keine Wahl bleiben, auf die eine oder andere Weise. Das ist schrecklich. Das ist viel schlimmer, als ich dachte, dass es um Alzheimer steht. In dieser Stadt schläft niemand. Wählen in dieser auch. Stadt lebt kaum noch jemand, wirklich. Wir müssen diese Leute erreichen, so verängstigt sie sein mögen. Aber wenn sie jetzt nichts tun, dann werden hier alle sterben, sobald das Heer antrifft. Ich glaube, viele haben mit ihrem Leben schon abgeschlossen. Es muss doch noch Hoffnung geben. Es muss doch noch vereinzelt Menschen geben, die an allem etwas ändern wollen. Oder sind sie so die, die den Schneid hatten, sind gestorben. Mora. Ich wäre auch gestorben. Ich wollte mitmachen. Am Ende haben sie mich überredet, aber ich blick nach unten auf den Fuß. Ich kam zu spät zum Treffen. Es hat mich gerettet. Wenn die Leute nicht mehr in der Lage sind, sich zu wehren, dann müssen wir sie hier rausschaffen. Aus der Stadt. Hier kann hier niemand mehr bleiben. Der Kommandantenrat hat Vorsorge getroffen. Die Leute sind sich schon im Klaren, was passieren wird, wenn die Stadt angegriffen wird. Sie sind Kanonenfutter, zumindest die meisten hier. Das müssen wir um jeden Preis verhindern. Jeder weiß, was kommen wird. Die meisten haben sich ergeben in ihr Schicksal. Schaut nach draußen. In den unteren Viertel erleben noch Leute. Früher. Wir kommen von dort. Da habe ich nichts Lebendes gesehen. Jedenfalls nichts, wovon ich sicher bin, dass es noch lebt und atmet. Das ist es, was ich meinte. Wenn jemand noch lebt, dann ist es kein Leben mehr. Ich weiß auch nicht, wie das Ganze hier ausgehen wird, aber der Kommandantenrat ist ziemlich zuversichtlich, dass all das klappen wird, was Lucardus machen möchte. Er hat genaue Anweisungen hinterlassen. Ich weiß das von einigen Informanten, die wir hatten, von Spionen. Viele davon weiß ich nicht mehr, wo sie sind oder sie sind schon tot, aber Lucardus hatte irgendeinen Plan, einen merkwürdigen, großen Plan, und er hat immer mit diesem schwarzen Ritter gesprochen, der hier war. Sie haben zusammen etwas ausgeheckt. Wir wissen nicht genau was, aber es hat irgendetwas Großes zu tun. Und als Lucardus dann abgereist ist aus der Stadt, der nur die Anweisungen hinterlassen, um unter allen Umständen im Namen Tagunitots alles zu verteidigen und zur Not jeden zu opfern, der hier ist. Aber für mich wirkt das alles nur wie ein Zeitschinden. Er weiß ganz genau, dass die Truppen auf diese Stadt ziehen. Aber das, was er vorhat, das ist gar nicht hier. Nicht wirklich. Wo ist er hin? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Der Ritter ist noch hier. Er ist hier? Er hat dem Nekromantenrat befohlen, eine Endurium-Mine auszuheben. Und wir mussten
Sie schürfen riesige Mengen an den Durium. Sie zusammengetragen und haben da irgendetwas mitgemacht. Ich weiß nicht genau was. Mora wird es garantiert wissen, aber die Spielerin weiß es gerade nicht. Endurium, wofür wird das normalerweise genutzt? Das ist ein magisches Metall. Das ist super, super selten und teuer. Und damit kann man mächtige magische Artefakte schaffen. Das heißt nichts Gutes. Das klingt nach einer Falle. Er will Zeit schinden, und um etwas zu beschützen, denke ich mir. Etwas, was wir legen etwas hat, erschaffen. Etwas. Sie haben schon etwas erschaffen aus diesem Endurium. Ich weiß nur nicht, was. Weißt du denn, wo sie ist? Der Ritter hat es an sich genommen. Na, toll. Kommt das nur trocken von Elena, die die ganze Zeit stocksteif dastand. Der Ritter. Wisst ihr, wer der Ritter ist? Ich vermute, dass es der Seelensammler ist. Da seid ihr vollkommen korrekt mit eurer Vermutung. Wir haben schon Bekanntschaft gemacht mit ihm. Leider schon sehr persönlich. Wir wussten, dass wir uns ihm entgegenstellen werden müssen. Aber wir haben jetzt erstmal ein anderes Problem. Ob Ablenkung oder nicht, wir können nicht zulassen, dass all diese Menschen hier zu Untoten werden. Das werde ich nicht erlauben. Er trägt den Splitter Tagunitots. Ist er diesen einen der Splitter der Dämonenkrone Vorbarats? Der Seelensammler selbst? Oh. Den Zwölfen. Es ist noch schlimmer. Das ist wahrlich keine gute Nachricht. Ich frage mich, was die Nekromanten, den Rat oder Lucardus selbst dazu gebracht hat. Was auch immer. Wir müssen herausfinden, was sie genau vorhaben, und wir müssen diese Leute hier herausholen. Das sind die Ziele. Und wir müssen schnell handeln. Wir haben fast einen ganzen Tag verloren hierher. Papa, Sacco, wie kriegt man diese Menschen hier raus? Die Lebenden, meine ich. Das ist eine Frage, die ich dir nicht beantworten kann. Ich sinne schon seit ich hier bin darüber nach, weil ich wusste, dass dieser Tag kommt. Wie viele Tore hat die Stadt? 2. Ich rame nach der Karte der Stadt, schaue drauf. Ja, 2. Aber sie würden sie nicht öffnen. Ich glaube, sie würden sie noch nicht mal öffnen, wenn hier ein Feuer ausbreche oder eine Panik. Sie würden auch den Letzten in diesen Stadtmauern behalten wollen. Das ist klar, aber was wir schaffen müssen, ist, dass die Leute fliehen wollen. So wie das gerade klang, werden sie das ja gar nicht wollen. Sie werden sich hier verschanzen und warten. Das heißt, wir müssen etwas erschaffen, etwas tun, das die Leute dazu bringt, es trotzdem zu versuchen und ihnen dann eine Möglichkeit zu geben, es zu schaffen. Was ist, wenn wir sie so rausbringen, wie wir reingekommen sind? Es sind zu viele. Das dauert zu lang. So viele Karren werden pro Tag nicht fahren. Also wenn es nur einmal schief geht, ist es für alle anderen noch viel schwerer. Ich schaue zu Astanio und lächle. Vielleicht sollten wir doch unsere Standardlösung in Betracht ziehen. Ein Feuer? Auf keinen Fall. Warum denn nicht? Du hast ihn doch gehört. Sie sterben doch sowieso. Und das würde sie dazu bringen, zu fliehen. Und was ist, wenn sie nicht rauskommen, wie die Tore geschlossen bleiben? Jetzt schaut sie Jandrek mit einem finsteren Blick an. Die Miene ist ausdruckslos. Dann verbrennen sie. Nicht noch einmal.
dann verbrennen sie wenigstens und sind keine Untoten. Nicht noch einmal. Na. Was willst du tun? Was wollen wir tun? Wir können dafür sorgen, dass eins der Tore aufgebrochen wird. Das können wir tun. Astanio kann das tun. Und wir können ihnen eine Chance geben, zu fliehen. Aber wenn sie von sich aus nicht fliehen, dann kann ihnen niemand helfen. Wir können nicht von Haus zu Haus gehen und jeden überzeugen. Die Möglichkeit haben wir nicht. Wir müssen etwas tun, was die Leute zwingt, zu fliehen. Und unsere Standardlösung ist das Einzige, was mir im Moment einfällt. Und sie hat den netten Nebeneffekt, dass wir keine Zombies erzeugen. Bei den Göttern. Wir wussten, dass das eine finstere Angelegenheit wird. Borondria hat uns gewarnt. Wir können doch nicht darauf bauen, dass wir Menschen, die hier darauf warten zu verhungern, wie Vieh vor einer Feuersbrunst fliehen werden. Wie viel Zeit haben wir, Überzeugungsarbeit zu leisten, geheime Treffen zu organisieren, Reden zu halten? Haben wir dazu Zeit? Sag es mir. Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Was sollen wir also sonst tun? Ich weiß es doch auch nicht. Tränen treten in ihre Augen. Erdrick entspannt sich etwas. Seine Miene wird weicher. Er macht Anstalten, einen Schritt auf sie zuzugehen, aber hält dann aber inne. Dann senkt er den Blick. Ich sage nicht, dass es eine gute Lösung ist. Bei den Zwölfen. Es muss doch eine andere Möglichkeit geben. Egon. Sagt, hättet ihr denn die Möglichkeit, die Menschen zusammenzutrommeln? Alle? So viele, wie es geht. Nicht ohne, dass es auffällt. Das will man nicht verhindern können. Mir bleibt sowieso nicht mehr viel Zeit morgen. Diese Stadt ist groß. Es sind über 1000 Seelen hier. Das fällt auf, wenn sich alle versammeln. Ich weiß. Dann gibt es Kämpfe und dann sterben Leute. Und diese Leichname werden sie verwenden können. Es gab schon Kämpfe von denen, die Aufstand ansetteln wollten. Wie gesagt, sie haben sie blutig niedergeschlagen. Und die, die zurückgeblieben sind, sind wahrscheinlich verängstigt. Wie gesagt, sie haben ein grausames Exempel statuiert. Gibt es eine Möglichkeit, also ein Blick zu Astanio, aber auch zu diesem Erfinder, ein Feuer zu simulieren? Zu simulieren? Eine Illusion oder ähnliches. Den Eindruck eines Feuers zu erwecken, um die Leute zum Fliehen zu bewegen, ohne dass es wirklich passiert, ohne dass wir sie wirklich riskieren. Das wäre das Einzige, was mir jetzt noch einfällt. Es gibt Illusionsmagie, aber ich wüsste niemanden, der da, also vielleicht weiß der Nekromantenrat einige Magier davon, wie das funktioniert, aber ich nicht. Blick zu Astanio. Ich bin nicht in Illusionsmagie ausgebildet. Und Mora blickt jetzt noch mit ihrer bitteren Miene auf die Karte. Wenn ein Feuer ausbräche. Und sie lässt den Blick, stockt ein wenig, lässt den Blick auf die unteren Viertel fallen. Wo könnte es groß werden und anschwellen, ohne dass es zu viele Opfer gäbe? Und sie fährt mit dem Finger über die Karte. Dort sind wir reingekommen. Wie gesagt, ich habe nicht viele Lebende gesehen. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob ich überhaupt einen gesehen habe. Wenn hier ein Feuer ausbricht. Und dann zeichnet sie mit dem Finger weiter einen Weg in die Mitte der Stadt. Es würde sich in dieser Linie ausbreiten.
Kommt auf den Wind an. Wenn es einfach nur übertritt. Wir müssen einen Fluchtweg offen halten. Wir dürfen sie nicht einkesseln. Dann sieht sie sich die beiden Tore an. Welches könnte man öffnen? Welches könnte man leichter öffnen? Ich habe Wachtürme gesehen. Auch eine Festung, wenn ich es richtig erinnere und sehe. Im Westen. Sitzt dort der Nekromantenrat? Und sie blickt ihren Vater fragend an. Das ist die Gardistenburg. Da sollten wir einen Fluchtstrom auf keinen Fall dran vorbeiführen. Es muss das andere Tor sein, das wir öffnen. Das Varunka-Tor. An der Ostseite. Am Richtplatz, ja. Ja, beim Targonitor-Tempel. Auch nicht ideal, aber besser als bei der Festung. Das heißt aber, das Feuer müsste im Westen ausbrechen. Dort, wo die meisten Gardisten sind. Was auch gar nicht so schlecht wäre. Vielleicht sogar in der Gardistenburg. Das klingt tollkühn, aber... Ja, und so würden wir ja sogar die ganzen Gardisten auf einen Punkt ziehen. Ganz genau. Ich weiß nicht, wie sie reagieren. Ihr müsst euch ein bisschen verabschieden von dem, was normalerweise eine Stadtbevölkerung tun würde. Ihr weiß, der Nekromantenrat hat Möglichkeiten. Durch die Untoten. Ein Feuer zu löschen, ja. Feuer einzudämmen. Wege zu versperren, mein Lieber. Wege versperren. Wir wissen nicht, wie viele sie haben. Außerdem kommt ein Untoter ohne Furcht an ein Feuer heran, was ein Sterblicher nicht kann, um es zu ersticken. Ja. Das heißt, es muss ein großes Feuer sein. Ein wirklich großes. Ja. Habt ihr jemanden, der dafür sorgen kann, dass es sofort ein großes Feuer gibt? Und alle Blicke wenden sich in dem Moment zu Astanio. Den haben wir. Wir haben quasi einen Spezialisten für genau dieses Gebiet. Wir müssen es tatsächlich strategisch setzen. Vielleicht sogar zwei Feuer im Westen. Das wird Unruhe stiften. Das heißt auch... Reto. Und dann wird man den Rauch garantiert sehen. Und jeder, der noch bei klarem Verstand ist, sollte dann nicht darauf zulaufen. Vielleicht ist das wirklich das Einzige, was wir tun können. Das heißt aber, das Tor muss offen sein und sie pocht mit dem Finger auf das östliche Tor. Und das bedeutet, dass wir, und ich zähle durch, wir 7, 6,5, 5,5 nicht ausreichen werden. Und jetzt schaue ich wieder zu dem Vater. Wir brauchen noch mehr Leute, die uns helfen. Der Plan ist schon ganz gut. Aber vielleicht brauchen wir noch einen extra Schritt. Wir müssten versuchen, den Nekromantenrat zumindest kurzzeitig von seiner magischen Kraft abzuschneiden, damit sie verwirrt sind. Ist das möglich? Ich bin kein Magier, ich habe nur Vermutungen. Aber irgendwo müssen sie doch eine Kraftquelle besitzen, dass sie diese Untoten so in dieser großen Masse beschwören und halten können. Die Linien. Ja, aber wie willst du eine Linie verschieben? Es ist wie ein Fluss, der unter dieser Stadt durchfließt. Was für eine Linie? Ein magischer Fluss?
Ein Fluss aus Magie? Ich schaue zu Astanio. Das trifft's doch, oder? Und sowas ist hier. Leider. Leider ja. Astanio rümpft die Nase. Oder eben gerade nicht mehr. Erinnert euch an Krickfuhl oder Stadt. Stimmt, ja. Vielleicht schöpfen sie ihre Macht aus was anderem. Vielleicht haben sie einen Weg gefunden, den Energiefluss anzuzapfen. Astanio, dein und Mora macht dieses meine Handbewegung um dieses Monokel. Hast du das holt noch? Er kramt es raus und schaut sich um. Tatsache. Der Energiefluss ist noch da, aber er ist ganz schwach. Zapft das jemand ab? Ist das wie Wasser? Ich weiß es nicht genau, aber es ist die einzige Erklärung. Wir müssen herausfinden, wo das ist. Wie das passiert. Das würde verhindern, dass die Besatzer, sag ich schon, die Besatzer, die rechtmäßigen Herren noch dieser Stadt die Ressourcen haben, diese große Massenpanik an Leuten und die ganzen Bewohner sofort, umzuwandeln oder ihnen Habhaft zu werden. Die paar Gardisten, die wir hier haben, ich meine, es sind immerhin 3 komplette Garnisonen, aber und die Söldner, das wird nicht reichen gegen die Tausenden von Menschen, die in Panik ausbrechen, wenn die Flammen hier hochzüngeln. Aber die Untoten, das verschafft ihnen einen Vorteil. Und wenn wir die wegnehmen können, dann haben wir eine Chance. Wie lenkt man einen Fluss um, den man nicht sehen kann? Oder staut ihn auf, legt ihn trocken? Wir müssen... Astanio rümpft nochmal die Nase. Wir müssen den Ort finden, wo sie ihn anzapfen. Wenn ich raten müsste, entweder natürlich in ihrem Hauptsitz oder gab es hier einen ehemaligen Bohrensacker? Ich könnte mir vorstellen, dass Targunikotot-Anhänger lieben gerne so einen Ort entweihen würden, vielleicht für solche Zwecke benutzen. Wir könnten dort nachschauen, es gibt tatsächlich einen Boron-Anker. Oder hat jemand eine andere Idee? Nein, wir sollten uns auf dieses Monokel verlassen und mal schauen, wie nah wir an diese ganze Sache herankommen. Ja, entweder der Anker oder vielleicht gar der Tempel. Also der Targunitok-Tempel. Ich hoffe so sehr, dass es nicht der Tempel ist. Und ein finsterer Blick legt sich auf Astanios Gesicht. Und ich will diese Arnhild. Aber die ist nicht Priorität. Wenn wir sie erwischen, wäre das natürlich schön. Aber wichtiger ist die Operation, dass wir die Leute hier rauskriegen. Das war unser Auftrag. Sie ist quasi der Kopf der Schlange. Aber dafür haben wir die Truppen dort draußen. Ich glaube auch nicht, dass sie es ist. Der Kopf der Schlange ist der Ritter. Ja. Und den kriegen wir nicht so leicht klein. Wenn wir am besten wüssten, wo er sich aufhält. Hat er seinen Sitz hier? Und Mora zeichnet mit dem Finger in die Nähe des großen Marktes. Oder weiß man überhaupt nicht, wo er sich aufhält? Ich wüsste nicht. Erst mal hier, mal da. In der Garnison, im Tempel. Das müssten wir auch herausfinden. Es behagt mir nicht, dass wir nicht wissen, wo er sich aufhält. Wir haben noch einen Tag Zeit. Und wenn der zur Neige geht, dann kommt das her.
Also wir brauchen mehr Leute, das ist das Erste. Und dann müssen wir diese aufteilen in verschiedene Aufgaben. Wir müssen den Brand vorbereiten, wir müssen diesen Anger prüfen und herausfinden, ob wir wirklich diesen Energiefluss verändern können. Und im Idealfall schnappen wir uns noch diese Frau. Der einzige sinnvolle Ort, wo ein solches Artefakt, wenn es denn eins ist, die Energie abzapfen könnte. Ich wäre doch die Garnison oder vielleicht auch der Tempel. Kannst du mit diesem Monokel nicht irgendwie schauen, wo die Energie hinfließt? Ja, das ist wichtig. Geht das? Und sie blickt fragend zu Ostanio. Ich kann es versuchen. Vielleicht bei Tag ein bisschen herumlaufen, da fällt es weniger auf. Durch die 5 Viertel laufen und schauen, brauche mehr Informationen. Und ich würde gerne herausfinden, wie man das Tor manipuliert. Ich weiß nicht, vielleicht... Das sollte doch für dich ein leichtes sein, Tochter. Ich wollte gerade fragen, du hast doch bestimmt schon einen näheren Blick auf diese Tore geworfen, oder? Na, sie sind gut verstärkt worden. Nichts, womit man nicht klarkommt, wenn man von innen sich daran zu schaffen macht. Dann sollten wir morgen mal spazieren gehen. Und? Mal einen Blick darauf werfen. Vergesst nicht, dass man auch noch die Geschütze auch noch außer Kraft setzen könnte. Richtig. Ich schlage vor, dass ich mir die Garnison anschaue. Schwachpunkte, ein Ort, wo man ein gutes Feuer setzen kann. Und Osko und Elena, ihr solltet versuchen, Leute zu finden. Wenn sie jemandem folgen, dann euch. Gut. Ja, ich denke, das sollte ich hinkriegen. Machen wir das zusammen, Osko. Ja. Du bist da der bessere Redner. Diese Bekannte, von der du gesprochen hast, Jandrik. Wir sollten rausfinden, ob sie noch lebt. Ob sie Leute kennt. Und sei es auch nur eine Handvoll. Auf meinem Weg zur Garnison werde ich auf jeden Fall an der Taverne vorbeigehen. Vielleicht finde ich sie ja. Aber nochmal der Blick zum Vater. Könnt ihr uns helfen, mit Leuten in Kontakt zu kommen? Ich komme selten hier aus dem Haus heraus, aber ich kenne einige Namen und einige Passwörter für Unterschlüpfe. Ich weiß allerdings nicht, ob da noch Leute sind. Dann solltet ihr mit den beiden gehen und ich zeige auf Osko und Elena. Denke ich voll auf wie ein bunter Hund. Ich bin ziemlich bekannt in dieser Stadt. Wollt ihr so viel Aufmerksamkeit auf die beiden ziehen? Dann bleibst du am besten hier. Dann gebt uns die Passwörter. Schreibe sie nieder. Träum hier könnte euch begleiten. Oder so. Ja. Jeder ist willkommen, der uns unterstützen könnte. Ich mache das Gleiche, was ich die ganzen letzten Jahre gemacht habe. Ich bleibe hier in diesem Haus und hoffe, dass alles gut wird. Mora beugt sich zu ihrem Vater und gibt ihm einen Kuss auf die Stirn. Das ist auch gut so. Zumindest ist die Nacht heute etwas. Werden sich jetzt ändern. Zumindest ist die Nacht heute etwas heller als gestern. Vielleicht wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, etwas Rast zu suchen. Wir hatten eine lange Reise. Ich habe nicht viele Lagerstätten, die gemütlich sind, aber ihr könnt euch gerne ein paar Decken auf seinem Dachboden nehmen und euch auf den Boden legen. Wir sind schon so lange auf Reisen. Wir sind nichts anderes gewöhnt. Ja. Ich werde auf jeden Fall Träume losschicken und dass er etwas Wasser für euch holt, dass wir den Zuber benutzen können, weil ihr
stinkt. Da hast du vollkommen recht. Ich warne euch, wenn ihr euch schlafen legt. Ich sollte immer einer... Ich mach das schon nicht. Ich bleibe wach und ich werde euch jede Stunde wecken. Und dann bleibt ihr für ein paar Minuten wieder wach und esst und trinkt etwas und dann legt ihr euch wieder hin. Je länger ihr schlaft, ihr werdet es selber merken. Die Freundlichkeiten von Tagunitot. Ja. Niemand bekommt hier einen erholsamen Schlaf in dieser Stadt. Und wenn man zu tief einschläft, wacht man vielleicht nicht wieder auf. Oh ja, das kann ich verstehen. Ich habe seit wir wieder hier im Osten sind, keine ruhige Minute gehabt beim Schlafen. Das ist nichts gegenüber dem, was man draußen auf den Dörfern hat. Es ist so, als würde man an der Quelle liegen. Man merkt, wie man morgens, wenn man denn aufwacht, geschwächt aufwacht. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich kann es mir denken. Sie nimmt einem alle Träume, alle Hoffnungen. Das Gute und Schöne und Erholsame verwandelt es in das genaue Gegenteil. Herr Boron, steh uns bei. Wir sollten vielleicht gemeinsam mal wieder ein gemeinsames Gebet sprechen. Was haltet ihr davon? Das haben wir lange nicht getan. Uns auf die Götter berufen. Ja. Und Osko und du solltet davon wissen, dass es so ist. Wenn ihr mit den Leuten sprecht, wisset, dass ihre Hoffnung im Keim erstickt wird durch die Unruhe des Nachts. Ich verstehe. Mhm. Aber ich habe schon eine Idee. Das ist gut. Und das mit dem Gebet finde ich auch eine gute Idee. Der letzte Priester, der sich in dieses Haus gewagt hatte, kam leider nicht mehr wieder. Weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Ich hoffe, Osko, dir geht es nicht genauso. So wie ich das gerade versucht habe, zwischen den Zeilen herauszulesen, bist du doch jetzt ein Priester geworden, oder? Osko blickt nach oben. So in der Art. Ich hätte das niemals gedacht, dass so in dir ein Priester steckt und in dem da ein Magier und in... Naja, Elena war immer schon etwas komisch. Man sieht Elena auch nicht an, dass sie eine Amazone ist. Sie steht halt aufrecht, ist Kriegerin. Hat ja auch nicht gesagt, was er von dir denkt, was du bist. Er hat nur gesagt, du bist komisch. Du bist komisch. Ja, ach ja. Ja, lasst uns beten. Und Elena streckt so die Hände nach links und rechts aus. Also auf die eine Hand dann. Mora ist ja auch Priesterin. Nein, aber sehr runderer gefällig, wenn du mich fragst. Die ich Man nie kann gedacht. Ihr trauen. Sie nimmt die Hände von Elena und den anderen. Und dann betet sie. Ja. Normalerweise legt sich so ein wohliges Gefühl auf einen, wenn ihr zusammen mit Osko betet. Das war schon immer so. Auch in dem kleinen Verschlag unten in Neu-Ogrenwacht im Keller. Dieses Mal ist dieses Gefühl ebenfalls da. Aber es ist so, als wäret ihr eine kleine Kerze im dunklen Chaosmeer, wo das Licht sofort von der Dunkelheit wieder verschluckt wird. Aber es ist ein Licht da, das ihr angezündet habt. Und als das Gebet endet, ist Astanio derjenige, der die Nase rümpft und meint, na hoffentlich hat das jetzt keiner gemerkt.
Und hier verlassen wir die Rabenmark. Für heute. Yay! Wir sind in Altzoll. Wir sind drin und wir leben noch. Yes. Und wir noch. Wir haben sogar einen Plan. Wer hätte das gedacht? Gar nicht so dumm. Aber es hat wieder mit Feuer zu tun. An dem Punkt geht es gar nicht anders. Das ist jetzt. Ja. Fluten können wir es nicht. Dafür haben wir den falschen Magier dabei. Den ganzen Unrat aus der Stadt spülen. Du bist mute. Und nicht genug Wasser. Und die Aufnahme kennst du auch nochmal. Stoppen schon. Recording stopped. Wir könnten höchstens alles mit Unrat überfluten. Das wäre ein Traum. Wir fluten die Garnison. Das Feuer gnädiger im Endeffekt. Wenn wir den Nekromantenrat in seinem eigenen. Immer so. Oh. Ach ja. Aber es stimmt, das ist tatsächlich die beste Möglichkeit. Mhm. Weil Zombies verbrennen halt. Ganz genau. Im besten Fall. Ach ja. Ja, vielen Dank, Holtbold, für das Kompliment. Das war sehr stimmungsvoll, schreibt er. Tolle Runde wieder, sagt Valinoe. Tengi hat auch gemeint, wir haben einen Spezialisten für Feuer dabei. Jawohl. ja, da war ja was. Der Gevatter meint auch, danke. Ja, hat sich wieder gut angefühlt. Wir haben ein bisschen, Plotfortschritt gemacht. Das war mal langsam, mal richtig nötig. Oh, und ja. Mal schauen, was ihr da jetzt irgendwie in der Garnison und woanders noch irgendwie zustande kriegt. Mhm. Auf jeden Fall habt ihr gute Pläne. Mal gucken, wie sich die durchsetzen lassen. Ist nicht ganz so einfach hier in diesem, im Auge des Sturms, nenne ich es mal. So kann das Rollenspiel ja weitergehen. Ist tatsächlich heftiger als gedacht, ja. Ja, cool, dass ihr alle wieder dabei wart da draußen im Chat. Es waren 18 Leute wieder dabei, das ist immer sehr schön. Vielen, vielen Dank. Mhm. Und auch danke an Clank Girl für den Follow. Immer gern gesehen. Das nächste Mal geht's mit dieser Runde in 2 Wochen weiter, hoffentlich, wenn alle gesund bleiben, was ja momentan immer so eine Sache ist. Ja, und aber wir hoffen das einfach mal, weil die Hoffnung stirbt ja zuletzt und so. Ja. Und ja. Mhm. Genau. Ich habe übrigens zu Weihnachten ein DSA 5 Buch bekommen über das Nekromantenbuch. Das hilft mir vom Fluff her sehr viel, um die untoten Kreaturen ein bisschen besser zu beschreiben. Oh oh. Deswegen hatten wir da auch so ein paar nette Trollzacker-Zugpferde. Ja. Mhm. Das war ja auch eine Trollzacker-Söldnertruppe vor Ort in Altzoll. Die Anführerin davon kennt er ja auch schon. Ja. Die ja mal Mitglied des Nekromantenrats war. Mhm. Oh Mann. Schmackofatz. Ja. Gut, und in 2 Wochen geht's hoffentlich weiter. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Dieses Jahr startet auch die 2. große Kampagne dann auf diesem Kanal. Geht's bald los mit einem weiteren DSA, ohne DSA-Regeln Runde. Yes. Da spielen wir mit Marots erdachten System mit Cinema und schauen dann mal, wie das funktioniert. Da müsst ihr allerdings noch ein bisschen auf den Start warten, weil da ziehen gerade nämlich 2 Leute aus dieser Gruppe um und die müssen erst ankommen in ihrem neuen Zuhause. Genau. Ja, Marot, kannst ja direkt mal, wenn wir schon mal bei deinem Cinema-System sind, kannst ja direkt schon mal Werbung machen für dein Zeug hier. Du hast nämlich in den letzten paar Wochen ohne Ende Zeug hochgeladen auf deine Sachen. Ja, ich hatte ja Urlaub und hatte daher einen Haufen Zeit und ich mache im Moment ziemlich viel. Vor allem natürlich mein ganz, ganz großes Projekt Pompeji, ein Rollenhörspiel. Endlich mal so, wie ich es mir auch vorgestellt habe von Anfang an, aber einfach noch nie die Mittel hatte, das wirklich auch umzusetzen. Jetzt bin ich schon sehr nah dran. Es ist
Allerdings nicht ohne. Also ich empfehle es tatsächlich nur für erwachsene Zuhörerinnen, weil es doch teilweise ziemlich heftig ist und spielt im alten Rom, handelt von der Stadt Pompeji und den Leuten, die da leben und um den Kampf um Erfolg und Ruhm und einfach bei manchen Leuten einfach nur das zu überleben. Und ja, ich bin ziemlich zufrieden damit und hört einfach mal rein. Und ansonsten mache ich noch immer mal wieder, das habe ich ja jetzt angefangen im Dezember, weil ich so ein bisschen mehr auch mal über Rollenspiel reden wollte, mein kleines Projekt Deep Dive, wo ich über einzelne Themen so ein bisschen genauer spreche. Gestern habe ich rausgebracht, wie habe ich es genannt? Ja, genau, One-Shots. Also es geht um das Thema One-Shots, damit habe ich mich ja viel beschäftigt und wie man die am besten gestaltet. Da habe ich so ein paar Ideen zu gebracht. Ja, das war es von mir. Wer ist als nächstes dran? Ja, zum Thema One-Shot kann ich ja direkt mal einsteigen. Ich werde mir das tatsächlich mal anhören, was du dazu zu sagen hast, weil ich plane ja einen One-Shot. Man mag es kaum glauben. Ich hoffe auch, dass wir das streamen können. Und zwar möchte ich einen Vampire the Masquerade 5. Edition One-Shot leiten und da mal in die World of Darkness mit euch blicken. Zu sehen wird es das Ganze aber nicht auf meinem Kanal, sondern gekonnte Überleitung auf dem Kanal vom Kako. Kako, bitte. Oh, die Überleitung war echt gut. Ja, auf meinem Kanal, denn ich mache tatsächlich ab und zu sogar mal wieder Rollenspiel, wenn es die Zeit hergibt. Im letzten Jahr habe ich sogar noch geschafft, eine kleine Runde online zu bringen mit 2 Folgen. Und zwar bin ich da in die alte Welt von Warhammer Fantasy eingetaucht, auch zusammen mit der Sierra. Und hoffentlich geht es dieses Jahr da auch weiter, wobei es allerdings diesen Monat schwierig werden könnte, weil die Uni ruft. Genau, aber das Vampire vor 5 Abenteuer werden wir dann bei mir machen. Auf Twitch heißt es dann der einzig wahre Kaku. Genau, ansonsten genaueres über die verschiedenen Runden werde ich auch über Instagram ankündigen. Und apropos Instagram, die Edano hat auch Instagram. Ja, Instagram ist so mein Kanal, wo ich hin und wieder mal was poste. Jetzt letztens kamen ein paar Posts aus dem schönen Bayern, wo ich auf Tour war, eine Burgruine gefunden habe, die mir richtig Kokum-Vibes gegeben hat. Also da war ich echt so, dachte ich mir so, wenn das hier noch mit Leben gefüllt wäre, wäre das eine hammergeile Session-Location, um Kokum zu bespielen. Aber ja, ansonsten läuft mal mehr, mal weniger. Meistens eigentlich auch immer Werbung für diese Runde hier. Jetzt heute war es etwas kurzfristig, da kam jetzt leider noch nichts raus. Aber das nächste Mal, denke ich, werdet ihr mal informiert werden auf meinem Instagram-Kanal, wie denn die nächste Runde heißt und vielleicht auch so eine kleine Zusammenfassung, was bisher passiert ist, dass ihr einsteigen könnt. Ja, das ist so, was bei mir geht. Und Koali, hast du schon was gefunden, wo du uns hinschicken kannst, uns und unsere Zuschauer? Ja, wir gehen gleich rüber zu Onyx Path. Die spielen mal wieder Cyan Hero in der 2. Edition. Das finde ich mal ziemlich cool, weil ich das System auch, also die Welt von, also eher Systeme mag ich ja meistens nicht so, aber die Welt finde ich ziemlich cool. Und ja, könnt ihr mal auschecken gleich. Aber wir können noch ganz kurz mal einmal, auch wenn der Ozzy nicht da ist, ein bisschen Werbung für den Ozzy auch noch hinterher schicken. Moment. Damit der alles seine Richtigkeit hier hat. Der hat nämlich auch immer mal wieder coolen Content auf seinen diversen Kanälen. Also checkt den Ozzy auch mal aus, auch wenn er heute krank ist. Ja, und dann geht's los rüber zum The Onyx Path. Und wir sehen uns wieder in 2 Wochen. Macht's gut und benehmt euch und grüßt die Menschen schön. Und ja. Tschüss. 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 Ciao. Oh, schade. Schon vorbei alles, aber du kannst dir auch andere Sachen anschauen. Zum Beispiel das da. Oder das da. Mach das mal. Tschüss.